Und damit, meine Damen, meine Herren, willkommen zu einem weiteren Livestream hier auf meinem Channel. Leute, was geht? Was geht? Wie steht's? Habt ihr Bock zu streamen? Ich hab's auf jeden Fall, denn... Ja, weiß ich nicht, ne? So Let's Go ist ja gerade wieder bei mir im Hype, ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber... Ich hab da gerade Bock drauf. Ne? Und ihr seid auch alle hier am Start, von daher denke ich einfach mal, okay, die Jungs haben auch Bock, hier ebenfalls am Start zu sein. Ja, Jungs und Mädels, alle. Let's go, Hype in den Chat. Ich habe auf jeden Fall Bock. So, wir schmeißen uns auf unser Glurak rauf und wir suchen natürlich nach Ponitas erstmal, Leute. Ne? Ponita-Hunt muss fortgesetzt werden, ihr wisst Bescheid. Ist ein bisschen sad, dass wir den halt komplett von vorne gefühlt machen müssen. Ja, da ich halt den Stream beenden musste und ich lasse meine Konsole nicht für ein Ponita 3 Tage an. Von daher, easy peasy, lemon squeezy, Leute, ihr kennt es, ihr wisst es. Moment, habe ich auch Bälle? Mayday, wir müssen zurück. Wir müssen doch Bälle holen. Bälle und alles. Ich habe aber vorgesorgt, ich habe ein bisschen gefarmt gerade noch. Das heißt, wir haben ein bisschen Geld. Womit wir dann gleich eventuell... ein paar Pokémon encountern können. Aber ja, wir werden Ponita weiterhunten, Alter. Alter, der Godgamer ist ja auch am Start. Ey. Grüße gehen raus. Moin Zen. Moin Lukas. Moin Philipp. Es geht. Moin Melina. Melanie. Melina sei ich schon. Melanie. Hi, 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 hi. Jungs und Mädels. So, warte, kurzer Lag. Ich twitter eben. So. Getweetet wurde auch schon. Wir haben alle Bock. Hi, bin neu. Liebe deine Videos jetzt schon. Ja, freut mich zu hören, ey. Viel Spaß weiter mit meinen Videos. Also, ich hoffe, dass du weiterhin Spaß mit Videos haben wirst, Bruder. Hier ist leider kein Shiny. Immer mal gucken, ne? Immer mal gucken, Leute. Es kann überall ein Shiny sein. Von daher schauen wir uns das ganz entspannt an. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen was einkaufen für unsere Tour. Wir haben heute ein bisschen was vor. Und dann geht's gleich los mit dem Ganzen. Du hast getwittert. Ja, na, ich hab getwittert, Alter, ey. Glaubst du kaum, ne? So, wir haben 200 Pokédollar hier. Wir wollen erstmal was traden, denn ich habe, wie gesagt, ein bisschen was geholt. Und zwar goldene Himbeeren. Können alle weg. Ich habe geholt silberne Nanabären. Können erstmal weg. Himbeeren. Können erstmal auch alle weg. Ja, dann können wir noch die ganzen Candies weghauen. Also wir haben gleich wieder ordentlich Cash, Leute. Jule, Neon. Es geht. Und Luca ebenfalls. Grüße gehen raus. Ey, Leute, auch an die normalen Zuschauer hier draußen, ne? Moinsen, ich hoffe, euch geht's gut. Der Jerome Schapper haut einfach mal einen Zehner raus, ey. Was ist mit dem los, damit du immer so weitermachst? Bruder, ich mach auch so weiter. Vielen, vielen Dank für deine Donation per Superchat. Danke, 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 Alter. Super lieb. Danke für den Support, Jerome Schapper. Vielen, vielen Dank. So, den haben wir auch weggetradet. Wir haben gleich wieder Kohle, Leute. Keine Panik auf Titanic. Wir haben es gleich. So. Cash ist wieder am Start, würde ich an der Stelle behaupten, oder? Ja, doch. Wir haben wieder Geld. Alter, ich wollte gerade sagen, Philipp macht hier den Kamera, ist kaputt, die Mode rein. Ich so, hä? Also ich streame heute mit einer besseren Kamera. Das seht ihr, glaube ich, auch, oder? Könnt ihr mal kurz reinschreiben, findet ihr das besser oder schlechter? Findet ihr das besser oder schlechter? So, ich möchte was kaufen, ganz gerne. Und zwar möchte ich erstmal ein bisschen Parfum kaufen. Und ich glaube, ich kann die Capture Card mal eben neu starten. Leute, kennen wir ja, ne? Kennen wir ja. Einmal kurz aus und anmachen den Lachs. So. Und wieder so. Sollte gleich passen. Kurzer Sound. Moment, 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 Moment. Moment. So. Ja, jetzt wieder geil. Jetzt ist wieder top. So, wir holen uns... Lass uns mal 32 Stück holen. Super nice. Smoke Lady! Dankeschön für den... Ich und meine Sonnenbrille. Große Pupillen und Blick wie ein Killer. Smoke Lady, willkommen in der VIP Shiggy Army. Dankeschön für deinen Sub. Und wie gesagt, willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl in der Zero Army. Wenn nicht... Kann ich auch nichts machen, aber ich kann dir den Auftritt hier... Was heißt den Auftritt, Alter? Den Aufenthalt versüßen mit neuen Emotes. Viel Spaß bei deinen Emotes, die du hast. Grüße gehen raus.
Eieiei, ei caramba, Leute. Ei caramba. Let's go. Haben wir Bock? Ja, ne? Wir müssen unser Glücksbär rausholen. Wir laufen mit Mewtwo rum, oder? Das sollte klar sein, oder, Leute? Wir laufen mit Mewtwo rum, oder? The big boy, the big boss in the house. Der Junge will es regeln. Der Junge wird uns ein Shiny bringen. Wie gesagt, wir werden heute einiges machen. Also, wenn wir da eine geile Fangserie am Start haben, sage ich mal. Ne? Irgendwie sei es 32, dann kommen ja auch die Dragorans. Und viele haben in den Kommentaren geschrieben, dass sie ganz gern ein Dragorant-Hand sehen wollen. Von daher können wir das liebend gerne machen. Gar keine Frage und gar kein Problem. Also, da bin ich auf jeden Fall für. Da bin ich auf jeden Fall für. So, wir machen mal ganz kurz Parfum an, damit sie losgehen können. Losgehen kann, genau. Ey, das ist Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. So, wir sprayen den Lachs. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sie erst Ponetas kommen werden. Ohne Fangserie, ohne irgendwas geht's hier einfach los, ey. Aber ich gehe liebend. Ah, ich weiß nicht. Wollen wir hier unten hin oder weiter nach oben? Alter, was ist denn hier los, Alter? MC Schappi haut nochmal einen Zehner raus. Was ist noch Shiny Punita dran und gönn dir? Ja, also eigentlich ist noch Shiny Punita dran, Bruder. Vielen Dank für die Donation über Tippi jetzt auch. Super, super lieb von dir. Dankeschön für die Donis. Holy shit, Alter. Leute, was ist denn hier los, ey? Kommen mir gleich zwei Donis rein. Da bleiben, oben. Also mir ist es egal, wo wir sind, Leute, tatsächlich. Das könnt ihr... Hoppala, ey. Jetzt ist es schwer zu lenken, Alter. Ah. Bleiben wir mal so. Also mir ist es recht lax, wo wir sind. Also wie gesagt, das könnt ihr meinetwegen entscheiden. Aber wenn ihr sagt, weiter oben. Also die meisten sagen weiter oben. Von daher gehen wir ruhig weiter nach oben. Wenn nicht, dann hätte ich nicht reingesubbt. Smoked Lady, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ehre, dankeschön. Hey, lol. Smoked Lady subbt nochmal rein. Diesmal wahrscheinlich ein Level höher. Vielen, vielen Dank dafür. Super, super lieb von dir. Oben ist real besser. Okay. Da Monsun hat HD. Dann werden wir nach oben gehen. Dann werden wir nach oben gehen, wenn du das sagst. Wenn es da schlechter ist, ne? Ich sag dir, dann kriegst du ein paar auf Latz, Alter. Aber Smoke Lady, wie gesagt, trotzdem danke nochmal für deinen zweiten VIP-Sub. Dodri erscheint, okay. Anton. Ich gehe nochmal eine Stufe nach oben. Ich glaube, die Stufe ist okay, aber nicht so krass. Wir schauen einfach mal. Brauchst du noch einen Shiny Kleinstein? Ich brauche theoretisch fast noch jede Shiny. Also ich habe gar nicht so viele Shinies in Let's Go gehuntet. Also von daher werden wir da noch einige holen müssen. Aber wir haben Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Und die Zeit nehme ich mir auch dafür, wirklich. Oh, was hat Mewtwo denn hier? Bruder. Was hast du gefunden? Eine Beere. Eine Nanabeere. Mewtwo, Alter. Du bist so ein Genießer. Du weißt doch ganz genau, was gut für uns ist. Super sweet. So, hoffen wir mal, dass die Ponitas kommen. Wer ist sweet? Oben ist safe besser. Ja, wir schauen mal, Leute. Wir bleiben jetzt erstmal hier, wie gesagt. Das ist, glaube ich, auch eine bessere Route. Wenn hier ein paar Ponitas spawnen, bisher nur Dodos, warum auch immer. Habe ich das Dodo-Puffer drauf getan oder was? Ah, da ist ein Ponita. Aber die Dodos, Alter, die sind ja richtig aktiv hier heute, ey. Was ist denn los mit den Jungs? Wann gibt es wieder Wundertausch? Wenn ich Bock habe, Leute. Alles entspannt, ey. Ihr müsst das mal alles ganz ruhig sehen, ne? Ich muss ja auch Bock drauf haben. Das ist halt so. So, wartet. Ah, guter Wurf. Guter Wurf. Hab letztens Shiny Drago angefangen und dann ist auf einmal Easy Shiny X-Bud gespawnt. Ja, so schnell kann es gehen, Alter. Ich habe ja heute mein Video hochgeladen, ne? Das Stream-Highlight. Und ich werde solche Stream-Highlights, glaube ich, in Zukunft auf dem Zweitkanal hochladen. Da werden halt auch in Zukunft ein paar andere Sachen kommen, so. Also ich werde da wohl explizit nur Livestream-Sachen machen, weil, wie gesagt, so Sachen, die ich halt Let's Play-mäßig da anfange, bringe ich einfach nicht zu Ende. Das kriege ich einfach nicht hin. Und da bin ich auch ehrlich mit euch. Also eventuell führe ich die Sachen fort, die ich da im Livestream habe, oder ich schaue einfach mal, wie ich das dann in Zukunft machen werde. Aber es wird sich halt für mich nicht rentieren, da einfach explizit mich darauf zu konzentrieren, weil dann konzentriere ich mich lieber wirklich auf den Hauptkanal. Sollte, glaube ich, aber auch verständlich sein, ne? Moinsen, ja moinsen, Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Alter Ponita. Kleiner Banause, du, ey. Bleib mal so, wie du bist. Sieh, du sprichst mich falsch aus.
kann ich nichts für, Alter. Ich kann ja nur das lesen, was hier steht. Und hier steht Damon Sun HD. Also, ja, wenn du anders ausgesprochen wirst, dann sag ich es mir zur Not. Dann sag ich es mir zur Not. Leute, wir sind fast 500 Leute hier und ich höre mich selber. Hilfe. So, aus. So. Wir wollen mich hier nicht doppelt hören. Das wollen wir nicht. Aber Grüße gehen raus an euch, ja. Wie gesagt, falls euch Let's Go Streams gefallen, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, Leute. Würde mich freuen. Würde mich freuen. So, wir nehmen das auf jeden Fall mit, hier, das Bonita. Ey, das war ja wohl gefaked. Richtig gefaked war das. Zero, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Pokefreak, danke schön für deine Nachfrage. Mir geht's sehr gut. Also ich habe heute gut was geschafft auf der Arbeit. Bin dann früh nach Hause gekommen, um ein bisschen zu streamen mit euch. Ne? Also ein bisschen Chilly Millie, dies, das, ihr wisst Bescheid. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, mal sehen, was der Stream so mit sich bringt. Ne? Also ich habe heute ein bisschen was vor. Wie gesagt, wir werden noch Shinies hunten. Wir werden eventuell Legis hunten noch. Ich lasse mich überraschen, ne? Ich nehme das, was auf mich zukommt und so passiert das halt auch. Wir werden auch noch ein bisschen labern so halt, ne? Über alle möglichen Themen, so wie wir es kennen. Ich werde es versuchen, immer ein- bis zweimal die Woche zu streamen. Also vielleicht streamen wir am Wochenende dann nochmal. Das schauen wir dann einfach nochmal rein, wie es dann werden wird oder werden soll. Das weiß ich halt noch nicht. Aber wie gesagt, Leute, ich glaube, ein- bis zweimal die Woche streamen, das sollte voll und ganz reichen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das dann in der nächsten Zeit ausarten wird. Tom, was geht? Und Struppi ist auch am Start. Grüße gehen raus, ey. Und auch an die aktiven Zuschauer hier, die nicht nur VIPs sind, ne? Und Stein ebenfalls. Alter, es laggt's ein bisschen. Was ist denn da los? Okay, es geht wieder. Pokémon Let's Go war gerade bloß ein bisschen, zu krass beschäftigt, wie es aussieht. Da war ein Galopper. Ja, Leo, aber Galopper fangen wir nicht. Wir müssen die Fangserie voll bekommen, Bruder, weißt du? Das geht halt einfach nicht. Ich war heute von 6 bis 16 Uhr arbeiten. Also ich war heute auch ungefähr von 9 bis halt so 15, 16 Uhr auf der Arbeit. Also bis was gemacht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie gesagt. Fand ich nice. Auch mit ein paar Pausen dazwischen, wie gesagt. Ne, so Mittagspausen und sowas. Musste mal dabei sein. Ein bisschen aufgeräumt auch zwischendurch. Ein paar Karten sortiert. Aber meiste Zeit halt wirklich so gut geplant. Ein paar Videos geschnitten, die Stars, Thumbnails gemacht. Streamvorbereitung, also... Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. War euer Tag denn schön? Schreibt mal in den Chat. 1 in den Chat, wenn ja. 0 in den Chat, wenn nicht. Die 0 in den Chat, Alter. Ihr wisst Bescheid. So geht das. Komm schon. Bonita. Bonita. Erscheine. Da da da. Na 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 na. Okay, viele Einser, aber auch viele... Okay, ist so 50-50, würde ich schon fast sagen. Eher ein Nuller. Bei Lukas natürlich minus 3, weil bei dem läuft ja nie. Aber, Luca, Alter, wie lief dein Shiny Hunt? Hast du den gut abgeschlossen noch? Ich habe ja noch nicht wieder reingucken in den Stream. Ich war nur kurz dabei gestern. Oder vorgestern war es bei euch mit Porenta. Hast du es bekommen oder hast du es nicht bekommen? Würde mich interessieren. Alter, wie ist denn hier mit Smoke Lady los, Alter, ey? Dritter Sub des heutigen Tages, ey. Smoke Lady. Ehre! Vielen, vielen Dank für deinen VIP-Sub. Wahrscheinlich jetzt die höchste Stufe. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Super, super lieb. So habe ich das doch gerne. So habe ich das doch gerne, ey. Einmal supporten. Nee, nee. Lass mal lieber 25.000 Mal supporten. Na, Spaß. Alles in Ordnung. Vielen, vielen Dank für deinen VIP-Sub. Hab's ganz am Ende erst bekommen. Immerhin. Gerade mein Ton, ich habe so viele Nullen. Stein, Alter, ey. Der Junge, der hört man's gar nicht, ey. Voll der Verrückte. Voll der Verrückte, Leute, ich sag's euch. Höchste Stufe. Dankeschön. Mich hat jemand ins Auge geboxt. Was? Was war denn da los, ey? Das ist ja gar nicht cool. James, yo, dankeschön für den Einser. Vielen, vielen Dank. So, warte, Leute, ihr kennt das Spiel, ne? Also irgendwie macht die Switch wieder gerade Faxen. Lass euch mal ganz kurz ein paar Programme ausmachen. Es geht gerade gar nicht ab. So, lass mal Discord beenden. Lass mal... Teams lasse ich nochmal an. Aber TeamViewer mache ich aus. 107 Mambo! Vielen Dank für dein VIP-Sub! Dankeschön! Super, super appreciated! Danke!
Super, super lieb. Wir machen mal den hier aus und den hier auch aus, sodass ich so wenig Tabs wie möglich aufhabe, damit wir hier gleich durchziehen können. Weil ich habe keinen Bock, dass wir die ganze Zeit gestört werden. Leute, das wollt ihr auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Von daher, nochmal kurz. Zack, zack. Wave out, wave in. Und dann geht's gleich los, Alter. Dann geht's gleich los. Oh, one moment, please. Ich hoffe, das ist nichts Ernstes. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Dankeschön. Dankeschön. Oh, was ist jetzt los? Software starten, Bruder. Lass mal hier nicht nochmal von vorne machen oder sowas, ey. Das Mewtwo sieht mega cool aus. Das Mewtwo ist verdammt geil, Leute. Das Mewtwo ist verdammt heftig. Ich liebe es. So, Ponita. Du bist kein Ponita. Du bist ein Galoppe, Alter. Wir suchen Ponita. Ist so ein Pferd. Mit roten, feuerrotem Schweif und Haaren. Na, hier kommt kein Ponita. Es ging letztes Mal schneller, ne, im Stream. Schauen wir mal, wie schnell wir die 11 voll haben. Sobald die 11 voll sind, ne, spawnen ja wie Sand an Meer. Aber das muss erstmal passieren. Alter, Galoppa so richtig angriffslustig, ey. Da ist das nächste. Sehr gut. Oh, da war Evoli. Alter, was ist denn hier los gerade, ey? Warum laggt Let's Go so extrem? Kann daran liegen, dass ich die zweite Cam habe? Ich hoffe aber mal nicht, weil sonst wäre das sehr komisch. Das wäre sehr, sehr merkwürdig. Ah, schauen wir mal. Shiny Entrance sieht auch mega geil aus. Werden wir auch noch handeln müssen, ja? Habe ich auch noch nicht. Nein, ich möchte auch keinen Donnerblitz auf Pikachu haben. Bitte ab mit dem... Bitte weg mit dem Menü, oder was meinst du? Smoke Lady haut nochmal ein Dreier raus diesmal, aber... Per Tippi. Und It's Muffin haut auch nochmal ein VIP-Sub raus. Vielen, vielen Dank. Ich werde die Donation gleich vorlesen, Leute. Erstmal das Ponita fangen. Erstmal Ponita fangen, ja. So. Okay, schmeißen wir nur einen Ball. Ist auch okay. Dann schmeißen wir nur einen Ball. Auch wenn ich beide in der Hand hatte. ITZ Muffin. Wow, ITZ. Ja, ist richtig. Alter, ey. Da weicht das Ding einfach aus. Let's go. Treffer. Und Res Guys wahrscheinlich. Haut auch nochmal einer raus. Schreibt Hi. Ja, Hi, Bruder. Grüße gehen raus. Also, Smokely hier geschrieben, so, letzte Spende für heute, viel Glück und viele, viele Shinies. Vielen, vielen Dank für deine Donation, ebenfalls Smokelady, Dankeschön für den Dreier. Und ich hoffe, wir werden Glück haben. Ich hoffe, wir werden Glück haben. Schauen wir einfach mal. So, Ponita Fangserie von 8 bisher, das ist auch recht stabil, würde ich behaupten. Und eine Sache, die mir auffällt, Leute. Wartet mal. Was für eine Kilobyte-Rate streame ich hier gerade? Das möchte ich ganz gerne sehen. 6.000. Weil theoretisch kann ich die erhöhen auf 12.000. Theoretisch können wir die erhöhen auf 12.000. Mal gucken, ob das klappt. Okay, das klappt. Weil es kann auch sein, dass es daran liegt, dass wir jetzt halt bessere Quali haben direkt. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum es jetzt halt des Öfteren so Probleme macht. So meint so, ja, ich bin jetzt ein bisschen laggy, Bruder. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn das jetzt nächsten Zeit des Öfteren so wäre, weil Laggy-Streams sind keine guten Streams. Nein, 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 sind sie nicht. Überhaupt nicht. Aber 12k läuft ja ganz gut gerade, von daher alles entspannt. So, und ich glaube, ich brauche doch den zweiten Controller, obwohl den kann ich auch später anmachen. Alles fein. Alles fein. Ist bei dir auch mega windig. Es geht tatsächlich. Alter, das Plateau sieht ja mega geil aus, wo das Ponita steht, so auf dem Präsentierteller tatsächlich. Gefällt mir. Es laggt schon wieder. Warum? Warum laggt es denn? Ist aber die Switch. Warum macht die Switch denn solche Probleme heute, ey? Bruder, ich wollte doch nur ganz entspannt streamen. Ich hab's noch ein bisschen kleiner gemacht. Vielleicht bringt das ja was. Ah, dammit.
Hoffen wir einfach mal. Es laggt nicht. Ja, bei mir laggt es schon so ein bisschen halt, ne? Update. Ja, ich weiß nicht, ob das an einem Update liegt oder nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr merkwürdig. Schauen wir einfach mal. So, neun. Wir brauchen noch zwei Stück, dann haben wir auf jeden Fall die magische Grenze erreicht. Das wäre mal sehr lit. Dann geht das auch ein bisschen fixer hier. Eventuell werden wir vorher auch erlöst. Kann ja auch sein, dass vorher ein Shiny kommt. Ne? Man weiß es ja nie. Außerdem haben wir die Chance, dass dadurch oder danach dann halt Dragoran und Glurak spawnen, die auch Shiny sein können. Ne? Das wäre ja ganz nice. Also da wäre ich auch nicht so abgeneigt von den Jungs. So, Ponita ist gespawnt, aber wo? Irgendwo habe ich es gehört. Da. Niceness! Diddy of Time, Grüße gehen raus und Timo ebenfalls. Hi, hi. Spielt's auch, let's go. Ja, Luca, gönn dir. Aber es ist nur bei der Ballanimation so, ne? Dass es kurz laggt oder ist es bei euch nicht so? Also bei mir ist es so, dass beim Fangen halt komplett... Oh, der haut ab, ne? Der haut ab. Shit, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich meine, der hat die Animation gemacht, dass er abhaut. Ich war mir da nicht ganz sicher. Alter, jetzt kommen da zwei auf einmal. Was ist denn hier los, ey? Ihr merkt davon gar nichts? Wirklich nicht? Also, wenn ihr davon nichts merken solltet, ne? Dann ist alles cool. Aber ich merke das halt die ganze Zeit so. I don't know, ob es mein PC ist oder nicht. Oder ob irgendwas updated nebenbei. Ich habe mal eine Software ausgemacht. Vielleicht update die ja gerade nebenbei. Ich weiß es nicht. Ja, guck, man sieht doch, dass es laggt. Das meine ich doch. Also, da müssen wir mal gucken. Also, das muss schnell behoben werden, Leute, ne? Das wollen wir nicht haben. Das wollen wir nicht haben. Aber es könnte sein, dass es die Creative Cloud war, die ich gerade anhatte. Ich mache nochmal das hier aus. Und das hier auch. Einfach mal ein paar Softwares ausmachen. So, ne? Das bringt meist schon etwas. Gucken wir einfach mal, ob das was gebracht hat. Wenn es was gebracht hat, super cool. Wenn nicht, wir sind scheiße. So. So, wir haben jetzt, glaube ich, 10 Ponitas. Das heißt, eins noch. Eins noch, komm schon. Nein, nicht radikal, geh weg. Ich will nur Ponitas. Extra Parfum. Chanera. Oh, sind wir schon bei 11? Kann sein, weil Chanera spawnt normalerweise auch als Rare Spawn. Kann auch sein, dass ich mich irre. Das ist Ponita. Let's go. Ja, wir sind bei 11. Perfekt. Muss ein Switch-Geschäft wegen Bluescreen. Es gibt kein Switch-Geschäft. Also da musst du, wenn dann, die zu Nintendo einschicken oder ähnliches. Was anderes, es gibt ja kein Switch-Geschäft. Das ist ja nicht so wie auf iTunes, weißt du, dass du irgendwie so ein iPhone-Laden hast irgendwie. Es geht ja nicht. Lukas, sag schon für ein Zweier. Holy shit, danke, danke, danke. Lass mich eben gucken. Bin am Ponita hunten und es taucht Shiny Glurak auf. Ja, halt's Mull, Alter, ey, als ob. Also, so viel Glück muss man auch haben, ne? Hätte ich auch gerne, mein Junge, hätte ich auch gern. Hab ich leider nicht. Zeig ich dir per Twitter. Ja, zeig her, Alter. Jetzt will ich sehen, ey. Glurak bekommen beim Ponita-Handen, Alter. Da kommen wir noch hin, ey. Ich hasse Zero. Ja, Grüße gehen raus, Alter. Ich habe auch was für dich über.
Wann spielst du wieder Fangames, wenn du es schon im Stream gesagt hast? Tut mir leid. Bruder, keine Ahnung. Also ich werde auf diesem Kanal wohl keine originalen Fangames mehr hochladen. Das habe ich aber auch schon gesagt. Wann ich diese im Stream zocken werde, weiß ich nicht. Wann ich Bock drauf habe, so, ne? Und ich habe gerade halt einfach mehr Bock tatsächlich auf Let's Go als auf solche Spiele. Weil das Ding ist halt, sobald du so Fangame... Okay, jetzt kommt wieder halt der Lag, ne? Bei diesen Animationen. Sorry, Leute. Weiß auch nicht warum. Vielleicht sollte ich einfach nicht mit zwei Bällen werfen. Obvious reasons. Aber passt schon. Hey Zero. Hi, Mr. X. Aber ich schaue einfach mal. Es kann ja sein, dass es auch bald sein wird, dass wir schon bald irgendwie so Fangame-Spiele wieder spielen sollten oder sowas. Aber jetzt gerade habe ich, wie gesagt, absolut nichts dafür und werde daher halt auch keine Fangame-Spiele oder Fanspiele gerade zocken. Ist halt einfach so. Was war das denn? Die sind ja auf der Hälfte hängen geblieben. Hallo? Hä, lol? Was war das denn für ein Kullerwurf? Der war ja unterirdisch. Okay, der war wenigstens gut. Schauen wir mal. Ja, ich kann nichts für die Lags, aber irgendwie glaube ich halt trotzdem schon, dass ich was dafür kann. Von daher mache ich mich da trotzdem für verantwortlich halt so, ne? Ist halt ein bisschen scheiße. So. Ich hoffe, dass der jetzt drin ist. Dann kann ich nochmal neu aktualisieren. Dann sollte es besser passen. Eventuell hat es was mit der Quali zu tun. Aber die habe ich nicht umgestellt. Hallo, kannst du mal drinnen bleiben hier? Wie viele Bälle willst du denn noch schlucken, ey? Weil desto mehr Animation kommt, desto laggy wird's, ne? Dankeschön, ey. So, nochmal. Zack, zack. Hoffentlich passt es gleich, ey. Alter, wenn ihr jetzt auch mal reinschreibt, ey, bin ich der Einzige, bei dem es laggt? Gib euch eine Bombe, Alter, ey. Es laggt bei euch, weil mein PC gerade wieder Mucken macht. Ihr kennt es. Also ich denke mal, dass es am PC liegt, weil es kann nicht am Internet liegen, so, ne? Aber ich habe hier nichts heute anders als beim letzten Mal. Oh, Dragoran kommt. Okay. The Big Daddy is in the house. Ist er shiny? Nee, er ist nicht shiny. Schade. Ich habe schon seinen Fuß gesehen. Sabrina, zeig deinen Fuß. Genauso wie Dragoran, Alter. Zeig deinen Fuß. So. Dankeschön, Mister, dass du es reinschreibst. Dankeschön. Kuss. Mein Ponita-Hand ging eigentlich ganz gut über die Birne damals. Na, hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser auch bei uns noch rübergeht. Naja, also letztes Mal haben wir ja auch, wie gesagt, schon eine Stunde Ponita, glaube ich, gehuntet. Da hatten wir leider nicht so viel Glück. Aber eine Stunde ist halt auch nur eine Stunde, Leute. Ne? Kann das sein, dass es gleich relativ fix kommt. Hoppala, das war das Dragoran, ne? Ja. NDK haut 229 raus. Vielen Dank. Zero, dank dir habe ich wieder den TCG-Hype. Kein Problem, habe ich gern gemacht. Oder halt auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Nee, Spaß, habe ich gern gemacht. Dankeschön für die Doni. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Das heißt, Samantha zeigt deinen Fuß. Sagt er nicht Sabrina? Sabrina, zeig deinen Fuß. Ich meine schon, Sabrina heißt es. Da war ein Glurak, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ob es jetzt Glurak oder Dragoran war, ich meine, wir haben halt eine orange Farbe dann gesehen, ne? Also ich glaube nicht, dass es jetzt ein Shiny war. Von daher ist es mir dann halt egal. Ja, ist ein Glurak. Aber es ist ja nicht schwarz. Wir wollen nur die schwarzen Gluraks und die grünen Dragorans, Leute. Das ist das Ziel. Okay, kurzer Lag wieder. Kurzer Lag wieder. Warum? Warum laggt das Spiel? Ich weiß es nicht. Also ich kann gleich gucken, was hier nebenbei noch läuft. Aber ich habe alle Programme ausgemacht eigentlich. Hier laufen nicht mehr sehr viele Programme. Ich kann das noch ausmachen. Das ist das Letzte, was ich ausmachen kann. Das allerletzte Programm, was ich ausmachen kann. So, 18er Funk Chain. Holen wir den Jungen. Also manchmal denke ich mir über so ein paar Kommentaren so,
Da schreiben Leute rein, Zero, was fängst du gerade? Ich so, ja, keine Ahnung, Alter. Eigentlich hatte ich einen Punita, aber nach diesen 19 Punitas ist mir das noch nicht aufgefallen. Leute, natürlich hatte ich Punita. Was ist los bei euch? Der gute Mucken, ich weiß nicht, ob das Moon oder Morken ausgesprochen wird, keine Ahnung, haut 2 Euro raus. Hey Zero, ich hoffe, dir geht's gut. Auf ein Shiny. Vielen Dank für die Donation. Danke, 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 Alter. Ich hoffe auch. Schauen wir mal. Und hi an alle, die hier gerade eingeschaltet haben. Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr habt Spaß und einen schönen Tag gehabt und könnt jetzt hoffentlich mit mir miterleben, wie wenn Shiny Punita bekommen werden. Weil das ist das Ziel des Ganzen. Warum Punita? Hast du Shiny Punita schon mal angeguckt, Junge? Hast du es dir schon mal angeguckt? Wie geil es aussieht. Es ist fantastisch. Hoppala. Das war die Cam. Das ist das. Versuche gerade in OBS noch irgendwas zu finden, was vielleicht das Ganze behindert. Aber hier ist sonst nichts Großartiges. Mitglieder, Spender, Bild, Rahmen. Ja, keine Ahnung, Leute. Also hier ist alles an, was an sein muss und der Rest ist aus. Ja. Keine Ahnung, Leute. Ich kann auch nichts machen. Leben wir mit, ne? Leben wir mit. Was war das Teuerste, was du dir mal gekauft hast? Das Teuerste, was ich mir mal gekauft habe in meinem ganzen Leben, meint ihr? Oder was meint ihr jetzt insgesamt? War das Teuerste, was ich mir in meinem Leben gekauft habe, war mein Auto, logischerweise. Ich habe mir damals, als ich halt so mit meiner Ausbildung halt... Ich glaube, da war ich gerade fertig mit meiner Ausbildung. Ich habe mir aber in meiner Ausbildung schon ein Auto gekauft. Damals als Erstwagen, damals als ich 18 geworden bin. Habe ich mir damals ein BMW gekauft. BMW 351 Kompakt war es, glaube ich. Ist jetzt nichts Großartiges gewesen halt. Ne? Ist eine Karre gewesen für 2000 Euro oder so. Die habe ich 2-3 Jahre gefahren. Danach hatte der einen dicken Motorschaden. Dann habe ich den danach verkauft halt. Ne? Und danach habe ich mir ein Auto gekauft für 12.000 Euro. Also ein richtig teures Auto damals. Weil ich halt, wie gesagt, ich habe ausgelernt damals in meinem Beruf. Und da habe ich mir ein Auto mal gegönnt. Ne? Einen schönen Scirocco. Fand ich sehr, sehr geil. Habe ich auch immer noch das Auto. Bin sehr, sehr zufrieden damit. Und ja, also top Ding, ey. Und der gute Mogen haut nochmal ein 2er raus. Vielen, vielen Dank deine Donation ebenfalls nochmal. Und er sagt halt, man spricht es Mogen aus. Okay, dann weiß ich jetzt ja Bescheid. Danke, danke, danke trotzdem nochmal. Ja, aber so ist das dann halt, ne? Also, ja, 12.000 Euro für ein Auto. Das war krass, ne? Das war krass. Ja, damals, das ist schon einige Jahre her, Leute. Das ist schon 7 Jahre her. Also, ist schon ein bisschen her. Das sieht man so gar nicht halt, ne? Dass es schon ein paar Jahre her ist. Aber ich bin schon 25, auch wenn ich aussehe wie 12. Ich stehe darüber. Oder stehe dazu, wie man es halt auch immer nennen will. Oh, Dragoran, bitte sei grün. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Ich habe ein Evoli und Dragoran alles gehört, aber wo sind sie denn? Lass mal fliegen. Lass mal fliegen. Hä? Okay, da ist Dragoran. Er ist kein Shiny. Alles fein. Den werden wir auch noch hunten. Also, wenn wir Zeit haben, dann werden wir auf jeden Fall den noch mitnehmen. Hallo, Sugarloli. Es geht. Glurak sehe ich aber nicht. Und es laggt wieder. Es laggt. Okay, Glurak ist hier. Das heißt, kein Shiny von den Jungs. Das heißt, wir können wieder runter. Da war ich 20. Timo, du alter Knacker, Alter. Ey. So viel älter bist du auch nicht. Und naja, alles entspannt. Guck dich schon seit 3 Jahren. So lang schon. Oh, Leute, was ist denn los mit euch, ey? Ihr seid doch crazy manchmal, ey. Also bist du 94er-Jahrgang. Yes, man. 94er. Die gute Zeit. Die gute Zeit. Battle Factory's Beste kam heute online, Leute. Also wenn ihr es gesehen habt, ne? Kam einen guten Present online. Schaut da gerne rein. Mit einem schönen One vs. One Kampf. Will ja nicht spoilern, was passiert ist, aber war ganz nice. Ne? Kannst du Pokémon Go mal wieder spielen? Habe ich gerade absolut gar keinen Bock drauf, Leute. Werd mich da auch nicht weiter zu äußern. Pokémon Go ist fein, Pokémon Go ist cool. Jeder soll zocken, was er möchte. Ich habe gerade, wie gesagt, kein Interesse dran. Ist ja, glaube ich, auch ganz normal, dass man mal Bock auf was hat und mal nicht Bock auf was hat.
Und so ist das so. Was hältst du von Pokémon Masters? Schreibt der gute NDK. Ich habe auch schon zu Pokémon Masters gesagt. Finde ich absolut fein, die Existenz davon. Aber es ist einfach nicht mein Spiel. Es ist einfach nicht mein Spiel. Und ich habe da gerade einfach nicht so das Bedürfnis nach, wirklich. Nö. Also ich habe überlegt, es mit Stream zu zocken. Und wir müssen weg, wir müssen weg. Weil es hat schon den anderen Move gemacht. Daher machen wir mal eben den 31er Hahn ab. Mal schön gucken, ob hier noch ein Shiny spawnt, ne? Muss man immer mal drauf achten, Leute. Ihr kennt's ja. Aber, ne. Ich habe gerade einfach keinen Reiz dazu, Pokémon Masters zu zocken. Deswegen spielen wir es auch einfach noch nicht im Stream. Weil ich einfach keinen Bock habe. Ja, so sieht's aus. Ah, ob ich Anime-Fan bin, schreibt der gute Lukas rein. Leute, ich habe gestern schon wieder. Ich habe gestern Food Wars abgeschlossen. Also die. Oh, das ist knapp jetzt. Das ist knapp jetzt. Also entweder ist drinne oder das Ding ist weg. Ich muss sagen, Food Wars ist ein extrem guter Anime. Also der hat mich echt entertained. Also wenn ihr einen guten Anime haben wollt und über 16 seid, guckt euch Food Wars an. Der ist halt echt stark. Bockstarker Anime, bockstarker Anime. Gute Charaktere, gute Story. Ein paar Sachen, die mir halt nicht so ganz gefallen. Aber das ist bei jedem Anime so, dass man halt nicht ein perfektes Ding hat. Auf Food Wars, hammer cool. Ich gucke jetzt gerade mit Kaya Seven Deadly Sins. Habe ich auch schon die ersten zwei Staffeln, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, ob ich eine Staffel oder zwei Staffeln gesehen habe, damals halt. Ist auch ein richtig guter Anime. Mal gucken, wie dann halt auch die dritte Staffel sein wird. Beziehungsweise, ich habe es halt jetzt auch schon vor 3 Jahren das letzte Mal geguckt, glaube ich. Also, ist schon ein bisschen her bei mir. Also, kann ich auch jedem empfehlen, es auch auf Netflix zu finden halt, ne? Hab Food Wars geguckt, als ich 13 war. Ja, Bruder, Alter, dann ist bei dir alles vorbei, Alter. Dann bist du ja richtig gestört jetzt, ey. Also, Leute, ich kann euch so mal sagen, ne? Kaya und ich werden am Wochenende kochen. Das heißt, wir werden am Wochenende ein bisschen was in der Küche machen, so, ne? Also, ein paar Gerichte zaubern und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich das auf Instagram vloggen soll. Also, falls ihr darauf Bock habt, ne, checkt meinen Instagram-Kanal ab. Gerne in der Videobeschreibung, ist verlinkt. Da werden wir bestimmt mal, ich sag mal, das ein oder andere Gericht in der oder von der Zubereitung her auch posten. Also, wie das Ganze aussieht, ne, wie die Arbeitsschritte sind und alles. Eventuell wird das halt auch mal, wenn ich da so eine Leidenschaft entwickle. Also, ich bin ehrlich mit euch, ich koche sehr, sehr gern. Ich habe damals in meiner Zeit, wo ich halt Fitness gemacht habe, also ich war halt 1,5 Jahre lang im Fitnessstudio, 7 Tage die Woche und habe da halt wirklich gehasselt, wie ein Bekloppter. Und hab da halt auch selber für mich gekocht halt so, ne? Also ich bin jetzt nicht unerfahren, was Kochen angeht. Aber so manche Gerichte, ich sag mal, man lernt halt immer daraus und Kochen macht Spaß. Und danach halt das zu essen, was man gekocht hat, ist immer eh geil. Von daher, mal sehen, wo die Reise hingeht, ne? Also wenn ich halt mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, jetzt wo ich einen Cutter habe. Also noch hat er nicht viel geschnitten, was ihr gesehen habt. Höchstens meine Battle Factory Folge oder sowas. Ja, mal sehen halt, ne, ob ich dann auch mal Zeit habe für den Zweitkanal oder für den Streaming-Kanal hier. Dass ich da eventuell ein paar Stream-Ausschnitte hochlade oder sowas. Machen ja viele Streamer, dass die halt, wenn sie über ein Thema reden, das halt einfach auf dem Streaming-Kanal hochladen. Kriegt man, glaube ich, hin. Schade, ist auch ein guter Anime. Habe ich mir gestern, glaube ich, angesehen, aber ich war nicht so ganz überzeugt davon. Da habe ich doch lieber Seven Deadly Sins genommen. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Darf ich kosten, Dario? Bin ja Koch. Ja, easy, Philipp, Alter. Komm her. Komm her. Wenn es schmeckt, dann lade ich dich auch ein. Aber nur, wenn es schmeckt, ne? Wenn nicht, dann nicht. Also, ich werde am Wochenende wohl irgendwas Einfaches machen. Und zwar einer meiner Lieblingsrezepte. Und zwar ist das so eine Gemüse-Hähnchen-Hollandaise-Auflauf-Bla. Also man brät halt das Hähnchen so mitten in der, also vorher an, dann legt man es in die Auflaufform und dann wird das mit der Hollandaise-Soße überzogen mit dem Gemüse halt auch, was vorher noch gekocht wird ein bisschen. Also Leute, man denkt sich, es ist super gesund, ne, da Hähnchen und Gemüse und dies und jenes, aber dann hat man die fette Hollandaise-Soße und denkt sich so, Alter, brutal, Alter, das ist nur am Fett werden. Scheiße, mein Controller. Was ist hier los, Alter? Der fliegt schon wieder hier zu Boden. Das kann nicht sein. Ich habe mit 10 irgendwas geguckt. Das ist schön, dass du es mit 10 geguckt hast, Bruder. Viel, viel Spaß.
So, ich brauche mal einen anderen Controller hier mal. Weil anders kann ich das Ding nicht fangen. Ich brauche den Double Wurf. Den Double Whopper, Leute. Ihr wisst Bescheid, Alter. Den guten Double Whopper. Auslaggt wieder, Leute. Laggy, laggy, laggy. Es hat sich gefangen. Hat sich gefangen. Na. Ne. So ganz gefangen hat sie das nicht. Lag, lag, Slow-Mo. Komm schon. Komm schon. Sword Art Online. Ja, Leute. Sword Art sollte jeder geguckt haben, glaube ich, ne? Oh, Punita. Mach nicht diesen. Bleib bei uns. Nimm mal Food Pops aus Staffel 3. Ja, Leon, ich lass mich da nicht spoilern. Ich warte, bis die deutsche Synchro dann draußen ist. Bevor ich da halt das andere gucke. So, eben kurz Capture-Karten neu starten, Leute. Ihr kennt es, ihr liebt es, ne? Ich liebe es auch. Super nice. Okay, krass. Oh lol, ich werde es gleich vorlesen, warte. Ich habe hier gerade ein paar Zeichnungen, Leute, die mega, mega geil sind. Warte mal. So, da haben wir das Ganze. Durch ist das. Und Jule ist ein weiterer VIP-Sub. Ein weiterer Monat. Jule, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hoppala, was ist denn hier los mit dem Sound gerade, Alter? Ey? Leute, was ist da los? Mein Gott, ey. Also, wollt ihr wissen, was ich hier gerade nebenbei noch am Klären bin? Weil ich bin ja gerade, wie ihr sehen könnt, nebenbei noch etwas beschäftigt, Leute. Und hoppala, Alter, ey, was ist denn hier gerade los? Also, das war ein schnelles Ende. Das war ein sehr, sehr schnelles Ende. Da wurde ich schnell aus dem Menü rausgekickt. Okay, da ist irgendwo ein Dragoran gespawnt, aber es hat keine grünen Füße. Dammit. Okay, ich werde es euch gleich erzählen, wenn wir nochmal eine Pause haben durch Lags oder ähnliches. Dann werde ich es euch zeigen, was es genau ist. Es ist was sehr, sehr Cooles, was höchstwahrscheinlich am Wochenende kommen wird. Also ein Video, was ich plane. Da bin ich gerade halt ein bisschen dies, das, Ananas machen. Ich bin jetzt ungefähr seit einer Woche bei für das Video. Es wird verdammt cool werden. Und wie gesagt, da bin ich halt so ein bisschen am Planen und am Machen und am Anfertigen und alles. Und das kann ich euch dann halt auch zeigen. Also die Fortschritte, die wir halt zurzeit gemacht haben. Aber machen wir gleich wieder. Wenn nochmal Lags oder sowas da sind, wir sind jetzt bei 27. Das heißt, Ponitas brauchen wir auch nicht mehr so viele. Dann ist es auch bald durch. Dann haben wir die Fangrate voll und dann geht's los. Hoffen wir einfach mal, dass bald ein Shiny kommt, ne? Ob es Ponita ist oder Dragoran. Das ist mir Lachs. Hauptsache ein Shiny. Was ist deine teuerste Pokémon-Karte? Leute, ich muss aber immer wieder ein Update machen, ne? Also, die teuerste Pokémon-Karte ist immer noch Glurak First. Immer noch Glurak in First Edition. Es laggt richtig. Also jetzt gerade sollte es gar nicht laggen. Außerdem heißt es lag, nicht leckt. Du leckst doch nicht, Alter. Der PC leckt doch nicht. Gestern war es bei mir genauso, nur am Vertania, oder nur im Vertania-Wald. Warum ist... Warte mal, ich werde es gleich mal durchlesen, was er hier geschrieben hat, der gute Schwabbel. Ich weiß selber nicht. Vielleicht ist es auch das Spiel, dass es einfach einen kleinen Fehler gerade hat oder sowas. Weil es will ja halt auch, wie es aussieht, ein Update machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es am Spiel liegt. Warum sollte das Spiel anfangen zu laggen halt? Naja, das wäre ja... komplett falsche Konzipierung und alles so. Das geht ja nicht. Woher kriegst du die japanischen Displays? Ja, Leute, die kaufe ich mir auf eBay oder ähnliches. Oder auf japanische Webseiten, ne? Irgendwo kaufe ich mir die ja schon. Kann dir Elf-Lied empfehlen? Habe ich auch schon durchgeguckt, Neon. Also, den habe ich schon vor 5, 6 Jahren geschaut. Wenn nicht sogar noch, keine Ahnung, 2011 oder sowas. Der ist schon alter Hut für mich. Alter, alter Hut. So, nicht mehr viele Ponitas und vielleicht ist das ein Shiny Glurak. Ja, leider nicht. Schade. Shiny Dragoran!
Auch nicht. Kann man auf Galoppa reiten? Ich glaube schon, dass man es kann, ja. Von daher wäre das ja ganz cool. Ponita, beruhig dich. Perfekt. Timo löscht dir erstmal Nachrichten, so sieht das aus. Perfekt. Wie teuer ist das Holo Glurak aus dem Base? Leute, guckt da am besten auf Card Market nach. Da steht alles. Ich kenne auch nicht alle Preise aus dem Kopf. Ich kenne viele Preise im Kopf. Würde wahrscheinlich auch die Preise kennen. Aber das Ding ist halt einfach, wenn ich ja einmal anfange, irgendwelche Kartenpreise reinzudroppen, ist es dann halt gleich so, dass ich jeden Preis dann hier gleich für jede Karte droppen müsste. Und das will ich nicht. Schaut einfach auf Card Market, wenn ihr euch nicht sicher seid. Oder wenn ihr es wissen wollt, kann ich euch dann nur empfehlen. Also, das sollte auf jeden Fall so eine Sache sein. So, wartet. Ich kriege immer wieder ein paar Nachrichten gerade, Alter. Also von der geheimen Sache, die ich euch noch nicht sagen darf, ey. Oder sagen möchte. Eieiei, Leute, das wird so geil werden, ne? Das wird so geil werden. Eieiei, ich freue mich so extrem, euch das zu zeigen, ey. Das wird so nice. Siri Shiner to Derp. Oh, Derp müssen wir auch noch Shiny handen, stimmt. Und halt auch Shiggy, ne? Der letzte Starter, der uns gefehlt hat. Wird auch noch alles kommen, Leute. Wird alles kommen. Toxin, ey, Bruder, wir brauchen kein Toxin jetzt. Nee, nee, ist nicht Präsento, der das gerade macht, Lukas. Ist nicht Präsento, der das macht. So, wir haben 31 voll. Das heißt, hoch in die Lüfte mit Sabo. Shazam. Und abwarten, bis ein Shiny kommt. Okay. Zweites Glurak. Schick mal das Pikachu nach Hause hier, das zweite. So, Leute, glaubt ihr, welches Shiny bekommen wir? Sagt ihr ein Himmels-Encounter? Sagt ihr Ponita? Sagt ihr was ganz anderes, ein Ratzfratz oder so? Was sagt ihr? Ich bin's gespannt, aber. Na, 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 na. Hi Zero, Grüße gehen raus. Moinsen, Leute, was geht? Fleckmann muss ich auch noch handeln. Ja, Leute, alles nacheinander, ne? Alles nacheinander. Das war auch kein Shiny gerade. Wir gehen mal hier wieder hin. Schauen wir mal, was abgeht. Okay, viele sagen Ponita, einige auch Taubsi. Also ich hoffe tatsächlich auf Dragoran Glurak, auch wenn Ponita unser eigentliches Ziel ist. Aber man kann auch immer mit dem Besten rechnen, ne? Also von daher, abwarten. Abwarten, Leute. Vielleicht kriegen wir ja noch das blaue Pferdchen. Das wäre ganz nice. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was es liegt. Oder worum es jetzt laggt. Ja. Leute, ich hab's euch versprochen. Wollt ihr es sehen? Vincenzo, dankeschön für die 2 Schweizer Franken. Bruder, viel, viel Spaß, sagt er. Danke, Mann. Werde ich auf jeden Fall haben. Wollt ihr die Überraschung sehen, die ich eigentlich erst am Samstag rausgehauen wird? Und zwar ist es was sehr, sehr Cooles, woran gerade gearbeitet wird. Da kommt, glaube ich, die Doni gerade rein. Okay, ich mache mal ein kurzes Foto für euch. Ne, ich darf hier nicht alles zeigen, aber einiges. Einiges dürft ihr sehen. So. So, da, Leute. Okay, ihr habt Bock. Ich merke schon, ihr habt Bock. Okay, ich zeig's euch. Wir gehen mal wieder in Let's Go, damit wir ein bisschen was zu sehen haben. Hoppala, was ist denn jetzt hier los, Alter? Schon wieder System-Update oder was? Bruder, lass mal kein System-Update machen, bitte. So, Bilder. Ich hoffe, es kommt kein Shiny, was ich nicht sehe. Dann, hier drauf. Und zack, da haben wir es. Und zwar mache ich ein Video mit Pokémon, die eine Gala-Form verdient haben. Und ich dachte mir,
dass ich mir die Zeichen lasse diesmal, wie die aussehen. Also nicht viele, sondern einige halt, ne? Weil viele gibt es im Netz schon und ja, das sind so ein paar Pokémon, wo ich halt ganz gerne Galaform hätte. Also finde ich ganz cool tatsächlich. Kommen noch einige dazu, wie gesagt. Ja, könnt ihr euch drauf freuen. Es wird mega, mega cool werden, glaube ich. Wird ein geiles Video werden. Ich habe da schon Fähigkeiten rausgesucht, Stat-Änderungen, wo die sich halt vielleicht befinden sollten und warum die eine Galaform bekommen. Also, all sowas. Ich bin sehr, sehr gehypt. Habe ich ja damals auch sehr, sehr oft gemacht, solche Videos, gerade zu den Alola-Formen. Ja, wird nice werden. Wird sehr, sehr nice werden, denke ich. Alter, so viel Ponitas da unten, ne? Krass. Muss los essen, bye. Alles klar, lass es dir schmecken. Da-da-da-da. Das Ariados sah cool aus. Hey, Makudumu, was geht? Ja, das Ariados ist schon ziemlich geil. Das soll so ein Geist-Pokémon werden. Aber ich sag da noch nichts zu. Wie gesagt, guckt euch das Video an, was da am Wochenende gedroppt wird. Das wird sehr, sehr geil werden, glaube ich. Was heißt glaube ich? Wird sehr, sehr geil werden. Was ist eine Galar-Form? Leute, habt ihr euch noch nicht mit Pokémon Schwert und Schild befasst? Ganz, ganz böse, ganz, ganz böse. Schaut euch die Trailer einfach an, da werdet ihr schon sehen. Oder wie gesagt, wartet einfach bis zum Video, was dann halt kommen wird am Wochenende. Abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Und natürlich die Glocke aktivieren, Leute. Ihr wisst Bescheid. So sieht's aus. Hier spawnen echt die meisten Ponitas. Er ist so heftig. 4, 5 Stück sind immer am Start hier. So heftig. Hattest du heute schon Shiny? Heute habe ich noch keins bekommen bisher. Wir haben ja erstmal die Chain jetzt voll gemacht. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe teilweise so lange gebraucht für manche Shinies, dass mir die Musik nicht mehr auf den Kopf geht. Okay, das ist schon sehr belastend, aber hey, yo. Mal hat man Glück, mal hat man Pech, ne? Also ich hatte auch schon einige Streams, wo ich keine Shinies bekommen habe. Guck, es hat gerade einfach gelaggt, obwohl ich gar nichts gemacht habe, so wisst ihr? Das ist halt sehr, sehr weird. Und ich weiß halt auch nicht, ob sich das gleich wieder fängt. Also ich hoffe, dass das gleich wieder okay ist hier alles. Aber schon merkwürdig, ne? Dass es einfach anfängt zu laggen. Ich kann ja nicht auf meinem Stuhl an die Glurak reiten. Ja, let's go, Alter. Also ich möchte gerade eigentlich nur ein Ponita haben. Ich möchte nicht mal unbedingt drauf reiten. Das ist mir egal. Immer gucken, wo die Teile spawnen, ne? Bei mir war heute erster Schultag. Ja, krass, Alter, ey. Wie war's denn? Also bei mir war heute ganz normaler Arbeitstag, so wie immer eigentlich. So wie es immer ist, ne? Arbeiten, Leute. Wasch das. Kenne ich nicht. Arbeiten, Alter, ey. Braucht kein Mensch. So, ich werde nochmal eben gucken. Bist du schon wieder da? Wow, Leute, Kaya war eigentlich beim Sport, aber Sport ist ausgefallen. Hurra, Hype in den Chat, Leute, für Kaya. Woo, es geht. Also wir sind gerade am Ponita handen. Willst du dich dazugesellen oder was? Also wir stehen doch mit Kaya spielen. Also wenn du Bock hast, ne, ist schon im Spiel integriert. Kannst doch ganz gerne was anderes machen, sei es gut. War aber ein ärztlicher Notfall. Ein ärztlicher Notfall? Oh, lol, okay. Hört sich nicht gut an. Ich höre dich nicht, ich habe Kopfhörer auf. Ich schieße weiter weg als 3 Meter, Leute. Höre ich da gar nichts mehr mit den Kopfhörern, ey. Die sind so gut, ey. Da hörst du nichts mehr mit. Ich setz die mal ab hier, ne? Damit ich auch mal die Kaya hören kann, ey. Kommst du eigentlich durch? Ah, Leute, ey. Schwierige Zeiten hier, Alter. Schwierige Zeiten, ey. Kann ich auch gleich einen kleinen Wechsel mir machen, ne? Da kommt sie, Leute. Da seht ihr den Stuhl? Klasse Stuhl, ey. Klasse, klasse Stuhl. Also, kannst ja auch mal hier deine...
Geh mal am besten links hin. Geh mal am besten links hin. Das krieg ich hin. Machen wir das so irgendwie. Nein, das geht. Ja, kriegen wir hin. Wie geht's dir, du? Jetzt, wo Sport ausgefallen ist, bestimmt gut, ne? Ja, irgendwie nicht so gut, weil ich diese Woche kein Sport mehr machen kann. Okay. Das bockt nicht so doll. Kein Dragoran. Ja, das ist ein bisschen schade natürlich, ne? Also ich habe jetzt halt, morgen könnte ich halt noch hin, aber das habe ich jetzt verbucht, weil ich da Aufnahmetermine habe. Termine. Oha, Leute, hier busy am Start, ey. Verabredung. Hallo. Und hallo. Und hi. Du hast hallo vergessen. Hallo. Ich habe erzählt, dass wir Footballs beendet haben, jetzt Seven Deadly Sins anfangen. Und die Leute meinen schon so, ja, die dritte Staffel ist schon draußen, aber auf Japanisch. Und ich so, ja, Leute, die gucken wir uns aber wenn auf Deutsch an. Gibt genug, die wir noch auf Deutsch schauen können. Dann kann man nebenbei immer noch ein bisschen was machen, das Ganze. Genau. Und wenn man halt auch wieder Vorfreude bekommt, ne, auf eine andere Staffel dann halt, dann ist es auch wieder cool, ne, wenn man dann was anderes nebenbei guckt. Gibt genug gute Anime, Leute. Gibt genug gute Anime, sag ich mal so. Schauen wir einfach mal. Ich will mein Nintendo nicht mehr. Ja, Leute, Alter, was macht ihr denn bei euch? Mein Nintendo, der ist immer am selben Platz. Wenn der weg ist, dann bin ich arbeitslos gefühlt. Das kann nicht sein. Vincenzo, nochmal 2 Euro. Beziehungsweise 2 Schweizer Franken hier. Für Kaya. Dankeschön. Achso, kannst du. Ja, die kriegt ihr auch, ne? Ja, klar. Ja. Ich geh zu meinem Konto und sag dann hier, ich will einmal 2 Schweizer Franken abbuchen. Und dann sagten die, was? Bitte? Was ist das denn? Ganz komisch. Ne, passt schon. Das heißt, war cringe, aber auf Userweise. Was? Leute, bisschen cringe muss man schon sein, oder? Nicht cringe. Leute, ein bisschen. Ich bin nicht. Ein bisschen cringe steckt in uns allen, so wisst ihr. Unser innerlicher Cringe, der muss auch mal besiegt werden. Und von daher braucht ihn jeder. Das ist halt einfach so. Ehrensohn, es geht. Schon Shiny Luck gehabt? Heute noch nicht, nee. Aber falls ihr Shiny sehen wollt, wir haben heute. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wo ich den letzten Stream zusammengefasst habe. Könnt ihr euch gerne reinziehen und solche Videos wird es halt in Zukunft auf dem Zweitkanal geben. Also, ne, checkt den Zweitkanal ab. Wie gesagt, da wird es in Zukunft coolen Stuff geben. Gerade jetzt zu schweren Schilden und sowas wird es da, glaube ich, nice Themen und blibla blub und alles geben. Also, wenn du schon Pech hattest, ne, mit dem Sport heute, ne, glaube ich halt so, dass ich heute halt auch kein Glück haben werde. Also, wisst ihr, der letzte Stream, der war krass. Der war heftig. Es waren super viele Leute da. Wir hatten halt einfach den Stream des Jahres mal wieder. So, ne? Wir hatten 3 Shinies in 4 Minuten. Die Leute hatten Bock. Ich hatte Bock. Und heute ist so der Tag, wo ich bedenke, ich hab mega Bock. Aber heute ist irgendwie so Freitag der 11. gefühlt. Also Mittwoch der 11. so. Wisst ihr, Freitag der 13. ist verlegt worden. Und ich glaube, der Tag ist heute. Und ich glaube, heute haben wir kein Glück. Und jetzt kommt so eine Einblendung bei Spongebob 5 Minuten später. Und dann brülle ich da das ganze Haus zusammen, Alter. Let's go! Ja. Ne, Leute, heute werden wir uns etwas beruhigen. Wir werden heute etwas. Die Frage, Kaya, warum machst du Sport? Das ist auch was. Frage ich mich immer, nachdem ich Sport mache. Ja, Leute, warum atmet ihr eigentlich, ey? Was ist denn los bei euch? Warum mache ich eigentlich Sport? Das ist immer so der Moment, wenn man Muskelkater hat. So, warum mache ich es eigentlich? Ne, also das Ding ist, wenn ich Muskelkater habe, hatte ich letztes Mal beim Inliner-Fahren halt auch. Und dann dachte ich mir so, boah, schon echt geil, weil du weißt, du hast was getan, Alter, du bist nicht faul Alter, gewesen. Alter, aber nicht so Muskelkater wie ich das letzte Mal, Alter. Wenn jemand nicht mehr aufstehen kann und dir denkst, nicht solche Ausdrücke hier, ne? Beleidigt die hier jedem, Alter. Nee, so nicht. Deku, wer ist Deku? Wer ist Deku, Leute? Also, müssen wir kurz mal verstehen. Wer ist Deku? Also, es kann nicht sein, dass jeder Mod sich hier seinen Namen ändert. Ah, das ist Shio. Warum hat sie sich jetzt umbenannt? Das kann doch nicht sein, ne? Also. Ja, das verwirrt mich jetzt. Leute, also ich will, dass ihr mit Namensschild in die Klasse kommt, wenn ihr hier euren Namen ändert, ne? Das geht halt nicht. Wisst ihr, ich bin der Lehrer gefühlt so und ich gucke mir das hier an und dann sehe ich halt so, ja, Herr Lehrer, ich heiße jetzt aber Deku, alles gut, aber bitte sagt mir das. Das ist wie eine Freundin von mir, die irgendwann mal nach, ich glaube, 7 Jahren oder, nee, das waren dann 4 Jahre oder so. Da hat sie dann irgendwann gesagt, ja, ich möchte jetzt, dass sie mich alle beim zweiten Namen nennt. Und du denkst dir so, das hättest du dir früher überlegen müssen. So. Das ist nicht so cool. Das lassen wir mal, ne? Hab ich nie so Bock drauf. Nee. Das ist auch super weird, die Person dann irgendwie anders zu nennen. Ich bleib meinen Namen treu. Ja, Leute, also steht zu eurem Namen. Ihr seid so geboren, das seid ihr, ne?
Also. Außer ihr heißt. Nein, nee. Ich weiß nicht, was mit der stimmt. Die ist ein bisschen kaputt, Leute. Die gehört eigentlich zum Sport, Mann, ey. Das war richtig frustrierend. Ich kam so an, ich hab mich gerade umgezogen, die anderen schon so am Seil springen. Ich wollte gerade hin. Und dann haben sie irgendwie, waren sie irgendwie alle weg. Und ich so, hä, was ist los? Ja, ich ruf gerade einen Krankenwagen. Ich so, ach so, okay. Tschüss. Easy, kein Problem, und dann Alter. So, ja, Leute, ich glaube, es fällt aus. Und ich so, ach echt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, sie trainiert uns aus dem Krankenwagen raus. Top. Ah ja, alles klar. Ja. Genau so wird's sein. Justin, Dankeschön für den Zweier. So, jetzt hast du etwas mehr Glück für Shiny Punita. Ich hoffe doch, dass wir ein bisschen Glück haben. Aber wie gesagt, vielen Dank für deine Donation. Schauen wir mal, ob das was wird. Dragoran möchte ich jetzt nicht encountern unbedingt. Ist ein nices Pokémon. Aber muss jetzt nicht unbedingt jetzt hier gerade in dem jetzigen Moment sein. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Also, wenn, dann möchte ich den Jungen in grün haben, genauso wie diesen Drachen da. Den möchte ich ganz gerne schwarz haben. Schauen wir mal, ob das noch passieren wird irgendwann dieses Jahres. Ich weiß es nicht. Glaubt ihr eigentlich, dass wir dieses Jahr noch viele Shinies in Let's Go bekommen? Oder sagt ihr eher so, ne, die wird so, oder euch wird die Zeit halt jetzt so irgendwann so auf den Sack gehen? Also ihr habt irgendwann keinen Bock mehr auf Let's Go Streams und dann wollt ihr was anderes sehen. Also da würde ich mal ganz gerne eure Meinung dazu wissen, was ihr dazu sagt. Oder wie ihr dazu steht. Max, hey, haut 3,49 € raus. Was ist euer Favorite Charakter aus Food Wars? Ja. Ja, wer? Ja. Du hast gesagt, was? Was ist euer Favorite Charakter? Achso, ich habe aber wer gedacht. Ja, wer? Wer ist euer Favorite Charakter? So, wer ist bei dir der Favorite Charakter? Voll schwer. Ich mag Soma halt schon echt gerne. Ich mag seinen Vater sehr gerne. Mhm. Und ich mag. Akira. Den Bruder von den Aldinis. Also den braunhaarigen. Aber nur wenn er nicht fett ist. Nein, das ist voll gemein. Ich mag den auch, wenn er fett ist. Aber du stehst schon auf ihn, wenn er dünn ist, ne? Ich stehe schon darauf, wenn er ein bisschen im Lifestyle ist und nicht so. Wenn er mal nicht seine Massephase hat. Das ist so krank. Das war so. Ich habe mich mega gefreut, dass irgendwie so. Er kam irgendwie ins Bild. In dünn. Und ich so, oh, da ist er. Und im nächsten Screen war einfach fett. Und ich war so, was passiert? Ja, ja, es war dieses Praktikumsjahr, was die da cool, hatten. Cool, dass die dann halt auch einfach sich so ähnlich aussahen. So. Das war schon nice. Laura D. mit dem VIP-Sub dabei. Laura, dankeschön. Willkommen in der VIP-Army. Und Mong hieß es, glaube ich, ne? Dankeschön für den Zweier. Hallo Kaya. Hallo Zero. Kaya leider falsch geschrieben, Mong. Das wollen wir aber nicht sagen, ne? Mit Y. Aber das weiß halt nur jeder. Ne? Also wenn man gerade dabei ist und keinen nicht kennt, kannte, was auch immer, da ist er halt, ne, man kennt sie halt. Der ist halt so. Aber hallo. Und es laggt gerade wieder ein bisschen, Leute. Also ich weiß halt nicht, was da los ist mit der Switch, aber die ist ein bisschen überlastet. Am Arsch. Kann auch sein, weil das hier an der Kamera liegt. Kann das sein. Aber ich kann es euch nicht sagen. Was ist, wenn ich hier die Elgato S anmache? Was passiert dann eigentlich? Kann auch sein, dass jetzt alles weg ist. Oh, lol. Lol. Stream jetzt in 4K gefühlt oder was? Oh, Leute, was habe ich jetzt gemacht? Hast du vielleicht einfach. Haben wir jetzt hier die bombastische Quali des Todes? Das sieht schon krasser aus, ne? Ja. Oh, Leute. Alter, ein Jahr später, wo das Spiel draußen ist, habe ich herausgefunden. Das Spiel kann auch viel besser aussehen, Junge. Jetzt mal for real, sieht das besser aus? Ich weiß nicht. Chat? Eins in den Chat, wenn es besser aussieht? In zwei, wenn nicht. Also irgendwie sieht das schon geiler aus, oder? Vielleicht bilden wir uns das aber auch gerade noch. Vielleicht sind wir auch einfach gerade nur ein bisschen blöd. Da ist die erste 1. Da ist die zweite 1. Dritte 1. Da sind 1101. Ja, vielleicht bilden sich das jetzt alle ein. Okay. Okay. Leute, habe ich mein ganzes Leben lang mit schlechter Qualität gestreamt? Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Was meinst du, warum keine Shinies kommen? Leute, Alter, es laggt nicht mehr. Es sieht geil aus. Kaya ist dabei. Mittwoch, der 11. Ich sag euch, das wird noch ein guter Tag. Ich habe herausgefunden, dass meine Elgato was kann. Alter, guck dir das mal an. Ey. Du siehst jedes Nasenhaar bei diesem Glurak. Es ist unglaublich. Wir müssen eigentlich mal ihn trinken, Alter. Ja, Bruder, keine Ahnung. Wenn das die Diet war, die ist draußen. Hype in den Chat. Diet is back.
Morgen auch nochmal 2 raus. Sorry, Kaya. Und morgen heute ein 8er rausgehauen. Ein 8er schon. Schön. Spendabel, der Boy. Spendabel. Vielen, vielen Dank für deine Donation heute schon. Alles richtig gestellt. Alles. Leute, jetzt kann's losgehen. Wisst ihr, keine Lags. Habt ihr Musik eigentlich? Da muss ich mal reinhören, ne? Also ein bisschen leise, glaube ich. Ich mach mal ein bisschen lauter für euch. Lauter. Sound habt ihr? Mach das. Ja, Leute, hier ist ganz viel Applaus. So, ist ein bisschen lauter, glaube ich. Wenn es noch lauter sein soll, wie gesagt, bitte im Chat schreiben. Dann weiß ich es halt auch. Aber ich bin gerade echt überrascht, dass wir nach Jahren mal wieder eine Qualitätsverbesserung haben. Finde ich cool. Freue mich erstmal auf die Comics und Manga Convention am Samstag in Hamburg. Was? Du bist in Hamburg? Ja. Schio. Kann nicht sein. Wo ist sie? Wo ist denn deine Manga Convention in Hamburg? Als ob du da so in der Szene drin wirst und das mitbekommen würdest, wenn da eine wäre. Also ich würde sowas eh nicht mitbekommen, aber kann man vielleicht mal vorbeischauen so, ne? Also. Wann ist das? Samstag. Diesen Samstag. Also, ich habe diesen Samstag nichts vor. Ich weiß von gar nichts. Ja klar, keine Ahnung, wurde eingeladen. Ja, Leute, Alter, was ist denn da los, Alter? Vielleicht bin ich auch am Start. Sag's Bescheid. Was? Nö, einfach nur so. Warum haust du mich her? Du kriegst eine Kante zurück, hier, Butz. Jetzt habe ich hier den zweiten Charakter geholt. War taktisch nicht klug, aber lassen wir einfach mal dabei. Voll süß. Da ist ein Evo, die siehst du es am Gras? Ich bin nicht. Achso. Ja, nicht das auf meinem Kopf. Das im Gras. Das, ja. Das Gute. Wäre nice. Ha. Wie gesagt, wenn wir Zeit haben, wir schauen mal vorbei. Ist ja auch nicht so weit entfernt von uns. Ist dir warm? Mir? Na, geht so. Ich habe bloß eine glänzende Haut. Ich muss dir mal abwischen, weißt du? Du hast halt einfach einen Pulli an. Das war nee, warm ist mir gar nicht. Aber die Haut fängt halt leicht an zu glänzen. Da muss hat ich immer... Hat jemand gefragt, ob ich schon mal über Familiengründung nachgedacht habe? Ja, schon mal drüber nachgedacht. Familiengründung. Ja. So mit 20, da haben schon einige Leute 7 Kinder. Ne, also Kindergeld, Alimentengeld. Money. Also, da kannst du ein richtiges Business aufbauen, wenn du da so 4, 5 Kinder also, hast. Ich glaube, man denkt schon als Kind drüber nach, so, ne? Ja, über Alimente und Kindergeld so, auf jeden Fall. Ich will später 2 Kinder haben oder 3. Nee, aber wenn du das mal überlegst. Du kannst richtig Cash damit machen, Alter. Dann verlässt du mich noch am besten. Und dann läuft das. Nee, du kriegst ja... Lass uns scheiden, wenn du richtig viel Money hast, und dann krieg ich richtig ja, Geld von dir. Ja, sag ich ja. Das ist ja die Taktik dahinter. Ist ja nicht so, dass wir uns einfach so, dass wir gar nichts dann haben oder sowas. Nee, du wirst mich dann schon verlassen oder vorher heiraten oder sowas. Die sich dann schon richtig ausnehmen. Ja, wenn dann richtig ausnehmen, Leute. Dann könnte es auch klappen mit den 7 Kindern. Das machen wir so. Laura, danke schön für 2, damit du mehr Erfolg hast beim Shiny Fang. Mal gucken, ne? Das war jetzt gerade meine spontane Familiengründung. Ich hoffe nicht. Ich schlafe heute im anderen Zimmer. Okay. Mal gucken, ob wir einen Shiny bekommen werden, Leute. Ich hoffe, ich bekomme heute kein Kind. Das wäre sehr doof. Kommt der Storch angeflogen, so, ihr 30 Kinder, viel Spaß, und ist Kaya weg. Der Storch ist schon weg, die Tschüss. Saison ist vorbei. Alter, okay, kannst du es auch noch vermarkten. XXL Großfamilie, wir gehen ins Fernsehen auch noch. Und dann kommen noch die 1000 Interviews zur Trennung, die Stars. Machst du richtig Cash mit, ich sag's dir. Was ist los mit dir? Machst du richtig Cash mit, Alter. Wolltest du eigentlich mal Laura vorlesen? Hab ich schon. Hast du schon? Ich hab Laura schon vorgelesen. Du kriegst ja gar nichts mit. Du bist, ich war voll in der du bist schon voll in der Familienplanung drin, also, ne? Ich merk das. Ich merk das. So, tschüss, Bonitas. Und hallo, Bonitas. Leute, wo bleibt das Shiny, Alter? Ja, die Brutmaschine. Wie so eine Pokémon Go Brutmaschine. Bin ich so eine, die so 3 Jahre braucht? Du bist so diese normale Brutmaschine, nicht diese geboostete. Diese orangene, sagst du? Ja, genau. Dieses Standardteil. Mhm. Nicht mal eine, die man im Shop bekommt. Also das ist das Günstigste. Ja, brauche ich wohl ein bisschen länger. Ja, Leute, ich weiß nicht, wo das Shiny bleibt. Ich kann es euch nicht sagen. Also Shiny ist, wie es aussieht, noch Kaffee trinken oder sowas. Keine Ahnung, Leute. Ist auch noch nicht mal 18 Uhr. Sport. Ist noch nicht mal 18 Uhr. Hat noch Zeit. Unendlich Brutmaschinen. Ja, auf jeden Fall. Wann heiratet ihr? Leute, keine Ahnung. In 30 Milliarden Jahren.
Nicht in diesem Leben. Vielleicht auch gestern, man weiß es nicht. Da ist ein schwarzes Glurak. Aha, was erzählst du hier den Leuten? Das sollst du nicht verraten. Guck, deswegen meinten Leute cringe. Ja, wieso cringe? Ist ja true. Was? Leute, ihr könnt mich nicht anflunkern hier, das geht nicht. Ich muss mich hier serious auf die ganze Sache vorbereiten. Und das könnt ihr nicht einfach reinschreiben, dass da ein Shiny war. Das könnt ihr nicht bringen. Scheiße, hat geschrieben, eine Wutmaschine, die so lange braucht, ist aber unendlich. Ja, ist trotzdem nicht gut. Ich habe nicht unendlich. Trotzdem nicht gut. So mit 80 oder so. Ich sitze auf dem Shiny Glurak, Lollix D, Roffelkopter. Leute, ihr seid so witzig. Ja, ne? Finde ich richtig unterhaltsam. Aber passt schon. Könnt ihr zwar wieder Pokémon Go Vlogs machen? Leute, ich hab doch gesagt, ich hab keinen Bock auf Pokémon Go Vlogs. Ich hab gar keinen Bock, mit dem zu drehen. Ja, guck, also da passt gar nichts zueinander. Gar nichts. Nee, ich hab absolut keine Lust einfach drauf. Also, und da bleib ich bei, halt. Auch wenn's Views oder Klicks bringen würde, gerade weil Pokémon Go wieder im Hype ist, aber ich mache halt das, worauf ich Bock habe und da bleib ich halt einfach bei. Und da sollte man sich auch selber treu bleiben, so. Man sollte halt das machen, worauf man Bock hat und halt nicht sagen, ich mach das, wo alle das machen. Nö. Da sehe ich mich überhaupt nicht. So war ich damals nicht und so bin ich heute nicht. Absolut nicht. Larry fragt, wie alt unser Sohn ist. Unser Sohn? Wo ist er denn? Ich weiß nicht, ich glaube, den habe ich schon wieder ausgesetzt. Bei Edeka angeleint aus Versehen. Vor Edeka vergessen beim Einkaufen. So, du wartest hier, Junge. Ich muss auch kurz was holen und dann bleibt er für immer da. Ich kaufe noch mal eben schnell Zigaretten und bin dann wieder weg. Leute, ich rauche nicht, also nicht, dass ihr es denkt. Aber das ist ja dieser Joke halt. Bin mal eben Zigaretten holen, ne? Ha? 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 Haben wir alle gelacht. Ha? Ja, ne? Ja, richtig gut. Naja, also Leute, ich hab keinen Sohn. Und ich möchte auch erstmal keinen Sohn haben, bis ich mit meinem Studium zu Ende bin. Oder fertig bin. Und Leute, ich habe noch nicht Pokémon Masters gespielt. Habe ich auch noch nicht. Und warum ist genau dasselbe? Ich habe einfach noch gar keinen Bock zu. Ich habe es gedownloadet, habe es wieder runtergeschmissen vom Handy, weil ich keinen Bock hatte. Es ist einfach so, Leute. Ich hatte keine Lust drauf. Enttäuschend. Ich habe gerade einfach andere Interessen. Und die Interessen sind gerade... Warte. Ich kann dir nochmal zeigen. Pass auf. Sind die cool? Jetzt mit Farbe. Schon nice, ne? Wäre noch ein bisschen anders gestrichen, aber... Sieht schon ganz nice. Das triggert mich jetzt mit deiner Maus. Wo ist sie denn? Ach, da. Ich habe die selber gar nicht gesehen, weil die bei dir im Gesicht war. An der Tankstelle immer noch. Ja, Leute, an Tankstelle, Edeka, Tankstelle alles. Ist auch gut, ja. Alles dasselbe. Ich muss auch mal wieder tanken, habe ich eben gesehen. Geld, verlass mich nie. Ja, aber Leute, der Monat ist auch ein bisschen knapp. Bin ich ganz ehrlich, ich habe heute mal Online-Banking aktualisiert, habe gesehen, so, oh, nur noch 300 Euro auf dem Konto. Hups, was war da denn los? Nö, waren ein paar Sachen, die bezahlt werden mussten. Steuerberater musste gezahlt werden, gerade für jetzt die letzten paar Sachen, dann halt. Openings, ne? Habe ich auch 500 Euro jetzt geblecht für die ganzen Sachen, die halt jetzt noch in Zukunft kommen werden. Gerade so eine Anzahlung und halt auch schon so einen Kauf gemacht beim GameStop. Da werde ich noch einige Sachen abholen die nächsten paar Wochen und Tage, sonst was. Und halt auch schon die Sachen, die jetzt kamen vor kurzem. Da geht gut Geld flöten, Jungs, ne? Aber wie gesagt, Content ist Content, das Geld kriege ich ja irgendwo wieder später. Von daher ist es mir erstmal egal, aber das Geld hast du ja jetzt zu dem Zeitpunkt erstmal gar nicht. Und hier war ein Evoli gerade, ist halt rumgebrüllt, ich hab's gehört. Nee, es hat gesagt, ui. Es ist eher süßer. Nicht so. Das macht. Ich stehe aber so ein Evoli vor. Stell dir vor, da kommt so ein Evoli. Oh, ein Evoli. Bruder, fang mich. Mit den süßen Schafen bei dir zu Hause. Ja, Leute, guckt euch so Babyschafe an, dann so. Die sind so richtig retarded dann drauf, ey. Das sind richtig Babyschafe komisch. Babyschafe sind immer süß, aber die Älteren sind halt so, ah, guck mal, ein Schaf, und dann, Die haben eine richtig komische Stimme. Oh, ich war von Dragoran ausgenockt, ey. Ist halt so, wenn du keine Lust dann hast, dann, ja, dann ist es halt auch wirklich so. Nee, ist halt auch so. Wenn ich keine Lust hab, dann, kann es sein, dass ich auf Pokémon Masters noch richtig Bock bekomme, so, aber der Hype hat mich nicht so wirklich gepackt, sag ich mal, den vielleicht andere bekommen haben, oder... Was auch immer, weiß ich nicht. Also ich habe es mir wieder runtergeladen, habe es nicht eine Sekunde gespielt. Habe es deswegen wieder runtergeworfen, weil ich Platz auf dem Handy brauchte. Ich lade mir halt immer abends Videos runter, die ich dann halt während der Bahnfahrt oder sowas gucke. Und Leute, da sind so, ne, Gigabyte, die Pokémon Masters da einnimmt, ne, schon zu viel. Die brauche ich dann halt für 5 Videos oder so.
Marco Reh, was geht? Grüße gehen raus. Ich bekomme nie das Shiny, was ich hunte. Immerhin bekommst du Shinies, ne? Also auch wenn es halt nicht das ist, was du huntest, eventuell ist es halt trotzdem Shiny und Shiny ist wertvoll. Sollte man appreciaten. Sollte man appreciaten. Vincenzo nochmal mit 3 Schweizer Franken dabei. Nun sind es 303. 303? Hast du 303 schon donated oder wie meinst du das? Auf jeden Fall super, super lieb von dir nochmal für die 3 Schweizer Franken. Oder 3 Schweizer Franken, wie man auch so gerne sagen würde, ne? Sagst du das gerne? Ich weiß es nicht. Leute, habt ihr eigentlich eine coole Anime oder allgemeine coole Filmempfehlung? Weiß nicht, irgendein Film, wo ihr sagt, der muss unbedingt geguckt werden oder ähnliches. Es gibt so viele Filme, die ich halt noch nicht gesehen habe und wo viele... Ich dachte gerade, da wäre ein Shiny Glurak, Alter. Boah, ich war gerade so getriggert. Aber es war mein eigenes. Ich konnte gerade nicht klar denken, soll ich so... What? The actual fuck. Es geht ja ab. Titanic. Habe ich auch einmal. Ja, jetzt dreimal. Dreimal? Ja, ich fand den Film gar nicht so scheiße. Ja, der ist ja auch gar nicht so scheiße. Nö, ich sag ja, ich fand den gar nicht so scheiße. Aber ich glaube, ich habe ihn nur einmal gesehen. Nö, ich habe ihn dreimal geguckt. Ich mag halt so Filme, die so richtig dramatisch sind. So richtig gerne. Schön theatralische Filme. Das macht mich richtig traurig. Und deswegen mag ich die nicht. Ich mag Filme, die mich motivieren und inspirieren so. Und mit Titanic war einfach nur so... Jack! Geh nicht! So untergehen. Mildred. Mayday! Fuck you, Goethe. Nee. König der Löwen. Ich habe den neuen König der Löwen noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Also, das wäre so eine Filmempfehlung. Ja. Aber, ne? Sowas guckt man, glaube ich, eher im Kino. Ja, ist halt vorbei, ne? Ja. Black Butler. Das ist ja nicht wirklich ein Film, aber selbst den Anime wollte ich mal gucken. Your Name habe ich auch schon geguckt, Philipp. Also, Your Name ist ein verdammt guter Anime-Film. Kann ich auch jedem empfehlen. Ist echt cool. Sehr, sehr stark. Da habe ich schon so die ein oder andere Träne verdrückt, so wirklich so. Schon ein schöner Film. Avengers-Filme, ich habe noch keinen einzigen, außer Deadpool, gesehen. Noch keinen einzigen Avengers-Film. Von den Avengers-Filmen? Von den Avengers-Filmen. Was redest du da? Ja, von allen Avengers-Filmen, die es gibt. Du meinst von den Marvel-Filmen? Ach so. Ja. Avengers ist doch, wenn alle da sind, oder? Ich habe keine Ahnung, Alter, Leute. Ich bin... Ja, du, Alter, ey, ne, du... Manche kennen sich damit nicht aus, manche kennen sich damit nicht aus. Die Avengers sind halt die Avengers. So. Ja, mir auch. Hat nichts mit den Avengers zu tun. Mir doch egal, wer Avengers ist und wer nicht Avengers also ist. Also für die Avengers habe ich nur Deadpool geguckt. Hallo Leute, von Pokémon habe ich nur Agumon geguckt. Jamie schämt sich auch gerade. Machst du nix, Alter. Machst du nix. So ist das halt, ne? Ja, von Pokémon kenne ich nur die Digimon-Staffel. Nur die fünfte. War doch hier Tamers. Ich mag die achte Digimon-Staffel sehr gerne. Ist das nicht diese Metal Fusion? Es gibt gar keine acht. War das die siebte? Ich habe die neun nicht gesehen. Also ich meine, die letzte, die ich gesehen habe, war das mit den... Nein, es war die vorletzte. Es gibt ja schon wieder eine neue. Also die vorletzte war das, glaube ich, mit dem Metal Fusion, wo die sich alle dann fusioniert haben. War sehr, sehr awkward. Und die neue soll gar nicht so scheiße aus. Wenn da ein deutscher Dub rauskommt, werde ich die auf jeden Fall auch mal anschauen. Das kann sein, weil Try ist ja auch noch dazwischen irgendwann. Ja, Try zählt ja aber nicht als Staffel. Try ist ja so ein Sequel-Ding. Ja, sicher? Ja. Okay. Ich wollte es nicht mal gucken. Ich hab's auch nicht geguckt. Leute, ich habe Filme gefragt. Die meisten Sachen, die hier drin stehen, sind jetzt einfach Anime-Serien. Ja, wir haben Filme gefragt. So Anohana oder so habe ich auch schon gesehen. Anohana? Hast du Anohana gesehen? Anohana, Junge, es geht. Anohana, Himita, Luna, Maeo, Bokutashi, Wamara, Shiranai geguckt? Gesundheit, nee. Habe ich tatsächlich nicht. Aber ich nicht? Nee, habe ich noch nicht. Du bist ja scheiße, Alter. Tut mir leid. Da gibt's auch einen Film von. Ich bin halt leider ein bisschen gacke. Aber es gibt halt so viele Sachen, die man noch nicht gesehen hat, Leute. Da kannst halt nichts machen. Superbad ist der beste Film. Superbad. Kenne ich auch nicht. Bei Digimon nicht das mit Slifer, Obelisk und Ra. Stimmt, Alter, ey. Mit dem Bitbeast in den Beyblades. Ja, das war doch mit diesen drehenden Kreiseln, oder? Nee, das ist was anderes. Da vertauschst du was. Dungeon Dice Monsters.
richtig kacke. Ich habe ja letztens, als ich nach Dänemark im Auto gefahren bin, habe ich mir extra die Beyblade-Hörspiele mitgenommen, die wir hatten. Aber ich hatte einfach nur CD 5 und CD 7, glaube ich, oder so. War das die Folge, genau wo eine dazwischen nicht. War das die Folge, wo Max kam, oder war das die danach schon? Nee. Ich habe vor kurzem der kam ganz am Anfang schon. Ich habe ja vor kurzem wieder Beyblade geschaut. Und der Anime ist halt echt nicht so gut. Hey, der ist super. Geht so. Geht so. Ja, bei den CDs ist das eh nochmal anders aufgeteilt. Ja, ja. Das, also hat man einen Sprecher dabei, ja, ne? Hä? Bei den Hörspielen hast du einen Sprecher? Der auch Sachen erklärt, ja, ne? Ja. Das meine ich. Ja, das wäre sonst nicht wack. Nee, das war schon so eine Meisterschaft und so, wo... Das war genau, die eine Folge war da, wo, da ging es um Drigger, also das Bitbeast ja, ja. von dem einen, der dann in diesem Dorf gelebt hat und der hat ja seine Gruppe verlassen. Mhm. Und, Oh, Kameras aus, wuh, hype in den Chat! Und darum ging es halt gerade so. Es ging halt darum, dass er die wieder getroffen hat und die gesagt haben, du hast uns damals verlassen, Ray. Und dann... Okay. Ja. Wir brauchen kurz einen neuen Akku, Leute. Alle VIPs, Kamera-Emote in den Chat. Bitte. Hype. Aua. Ja, was machst du da? Was machst du denn da? So. Ding ist wieder an. So. Sind wir wieder auf Sendung hier? Yes. Hallo. Kein Shiny gekommen. Ich habe nichts gesehen, Leute. Das Kamera-Emote ist auch im Chat. Perfekt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich gebe euch noch ein bisschen lauter. Ein bisschen lautere Musik, ja. Ah, ich bin abgerutscht. Ich geh wieder hoch. Aber warum ist das so laut hier? Und hier so leise? Muss ich das verstehen? Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, wenn ich mich hier gerade auf die Technik konzentriere, sehe ich die ganzen Pokémon nicht. Ich guck schon. Das ist ein bisschen sad. Das ist nix. Jojo, würde ich auch sagen. Oh, da ist ein Shiny. Wäre geil, wenn da wirklich eins gewesen wäre. Nee, war normal. Hätte ich echt gefeiert. Ich glaube, so ist es okay vom Sound. Sollte, denke ich, passen. Passt, Leute, passt. Ich zeig voll den Ohr vom Beyblade Opening. Let rip! Let's okay, machen wir jetzt aber hier nicht sehen. Hör auf. Der will mich mit seinem Mund kommen. Wir wollen jetzt hier kein Beyblade hören. Nee. Zu laut der Sound. Zu laut, wirklich? Ich kann einen Ticken leiser machen. Aber eigentlich dachte ich, also es sah eigentlich ganz gut aus. Dachte ich, aber wie gesagt, wenn ihr sagt, zu laut, dann ist es laut. Obwohl, hat nur einer gesagt, von daher. Muss ja nicht stimmen. Schon. Ein Shiny. Ein Shiny. Also Timo sagte mir, dass Ponyta einfach ist. Timo, ich hoffe, da hast du nicht einfach so gesagt, hast mich angelogen, ne? Welcher? Morgen, danke schön nochmal für 2 Euro. Wie lange streamst du noch hier? Hype. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bis 19 Uhr auf jeden Fall noch. Ob man dann noch länger macht, weiß ich nicht. Aber bis 19 Uhr werde ich definitiv streamen. Ich dachte gerade, da wäre ein goldener Vogel oder sowas, ey. Ich dachte gerade, der geht so richtig ab, Leute. Aber hier ist nichts. Nothing. Oder ich habe da gerade was gesehen, was ich da habe. Ponyta ist kritisch zum Shiny Hunten. Meinst du? Schauen wir mal. Silent Voice ist ein guter Film. Kennst du den? Ich wollte ihn gerade googeln tatsächlich. Oh, nice. Nice, Leute, hier Kaya macht alles, was hier im Chat passiert. Von daher bombardiert Kaya mit Fragen. Sie sagt mir auch irgendwas. Meinst du 3 bis 4 Stunden oder weil was? Ich den schon gesehen habe. Den hast du noch nicht gesehen? Der ist nee, nicht. Kenn ich nicht. Ich glaube, das ist der. Sagt mir so tatsächlich nichts. Ja, also, der ist nice. Der ist echt nice. Ja? Kann ich auch nochmal gucken. Okay. Ob das heute ist oder die Tage. Schauen wir mal. Na, auf jeden Fall. 2 Stunden haben wir schon mit Ponyta verbracht. Letztes Mal 1 Stunde und jetzt heute auch schon
gut eine Stunde, würde ich an der Stelle behaupten. Ich meine, wir hatten ja auch eine Viertelstunde, wo wir halt ein bisschen gegrindet haben. Aber kommt wohl, glaube ich, hin. Was? Das ist wie das Spiel, das ich nicht verstehe. Der Squeeze Bag. Oh, lol. Was? Ich bin einmal durch den Dragoran gerade geflogen. Alter, ich hab mich erschrocken. Ja, ich auch. Es war auf einmal da. Auf damit. Ne. So nicht. Narusazu 22, danke schön für dein VIP-Sub. Ebenfalls willkommen in Zero Army. Viel Spaß bei deinen Mods. Danke schön. Sport. Lol. Warum wird meine Spende nicht angezeigt? Lol, die Spenden wurden gerade nicht angezeigt. Hat jemand donated und ich habe es nicht gesehen? Das ist immer super sad. Also jetzt ist wieder alles an. Also alle Alerts und sowas. Oder Alerts. Guck mal. Mann, Kurumu hat tatsächlich, warte mal, ich mach's nochmal. Relaunch. Mann, Kurumu hat 10 Euro donated! Für unseren Zero Hero. Mann, Kurumu, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bist noch am Start. Lol. Leute, sag das doch, dass hier gar nichts mehr reinkam. Ich hab das doch gar nicht gesehen. Oh, vielen, vielen Dank, Mann, Kurumu, für den 10er. Danke, danke, danke. Im Nachhinein. Ist peinlich, ne? Das ist sehr, sehr peinlich. Das passiert mir immer, weil ich hatte gerade so Probleme mit der Technik, habe dann halt alles ausgemacht, was halt nicht an war. Super merkwürdig. Ja, aber sonst habe ich halt alles, was im Superchat war, habe ich halt gelesen. Von daher, alles andere ist egal. Also nur die eine Donation habe ich verpasst. Okay. Beim Superchat sehe ich das halt trotzdem an der Seite. Von daher, alles cool. Ja, ich bin noch da. Alles klar. Dann hast du es ja noch mitbekommen. Danke, 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 Makurumu nochmal. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Das ist echt nett von dir. Alter, Leute, der Kai hat einfach ihren Einsatz verkackt. Schrecklich! Da war ein Shiny Taubsi. Ich denke nicht. Ich dachte, da war gerade ein Shiny Ponita, aber komm ich hier an. Viper, danke schön für den Einer. Grüße gehen raus. Hi. Hallo. Servus. Ja, moin. Gerade einen Shiny Galoppa gefangen. Oh, Jule, Glückwunsch. Bist du schon ein bisschen weiter? Hast du eine Chain oder war das random? Also ich denke mal, dass es random ist, weil wer huntet jetzt so gezielten Galoppa? Das ist schon ein bisschen kritisch, ne? Da ist der Shiggy aller Orten. Leute, wir müssen sprechen, wir müssen reden. Was für geile Animationen können wir für die nächsten paar Streams... Ja, können wir denn haben? Weil wir haben jetzt halt die ganze Shiggy-Squad, was immer wieder kommt, so bei Alerts und halt bei VIPs und bei Donations und sowas. Aber ich will irgendwas anderes haben. Hättet ihr da irgendwas Cooles? Oder muss halt auch kein GIF sein oder sowas. Kann halt auch irgendwas sein, was ich dann anfertigen lasse oder sowas. Wenn ihr irgendeine coole Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie gesagt. Würde mich nämlich interessieren. Narusazu, danke schön für 2 Euro. Bin mir... Was? Bei mir ist gerade ein Ponita geflohen. Ich hoffe, kein Shiny. Wenn ja, sehr, sehr das sad. Wird Wenn ja, sehr, sehr sad, Alter. Ich wünsche dir trotzdem noch viel Glück weiterhin. Hoffentlich kriegst du noch eins. Ist ja nicht so nice. Aber immerhin hast du schon eins gesehen. Obwohl, wow. es ist eigentlich noch viel trauriger halt, wow. Ne? Wenn man sich dann denkt, es war schon da, aber es ist wieder weg. Ja, das ist schon echt traurig. Es tut mir leid. Das habe ich nie gesagt. Irgendwas mit Gardevoir? Nein, warum Gardevoir? Ich finde Gardevoir gar nicht so geil. Gardevoir. Also ich hätte eventuell daran gedacht, wenn eine Donation reinkommt, dass vielleicht ein Schwert von oben, also irgendwo hier in der Mitte des Bildschirms runterfällt so und dann so stecken bleibt unten, dass dann da so der Name steht oder sowas. Ich glaube, das wäre cool. Das wäre aber... Also das Schwert von Schwert und Schild man nicht halt, ne? Ja. Wäre das cool, Leute? Also ist mal so... Eine Frage halt. Solange die Animation nicht zu lange ist. Nee, ich würde einfach so von oben so. Und dann steckt es da drin und dann irgendwann geht es in den Himmel rein. Oder in den Boden rein. Schreibt mal, Leute, was sagt ihr? Ist cool oder nicht cool? Morgen ist nochmal mit einem Zweier dabei. Glurak wäre nice. Glurak wäre krass. Aber dafür muss man das erstmal bekommen, ne? Da ist es die. Glurak wäre heftig. Aber erst. Leute, ich wäre mit Ponita zufrieden. Auch wenn Galoppa hier du wieder
marschiert. Auch ein sehr, sehr tolles Buch. Ne? Und wir können auf Galopp auch reiten, wenn wir es bekommen. Ne? Das wäre schon Premium. Geil, nicht cool. Nein, wäre cool. Ich will einen Glurak. Leute, eure Meinung gefällt mir. Erzählt mir mehr. Eieiei. Katharina L. ist auch mit dem VIP-Sub dabei. Vielen Dank für deinen Support ebenfalls, Katharina. Willkommen in der Zero VIP Hami. Dankeschön. Oh, das ist ein Glurak. Wow. Ich hoffe, dass der Donation-Sound jetzt nicht zu laut war. Hast du es gerade gehört? Das war verdammt laut, ne? Aber Leute, man muss halt die Donations muss man hören. Die Alerts muss man hören. Dann muss ich mir irgendwas Geiles ausdenken für Schwertenschild. Aber ich glaube, das Schwert wäre ganz cool. Auch wenn viele von euch sagen, es ist nicht cool. Ich glaube, ich werde es trotzdem irgendwie mit einbringen. Weil irgendwie kam mir die Idee gerade wie so ein Geistesblitz so. Vielleicht machen wir auch irgendwas mit Pokebällen. So, dass ein Pokémon so angeflogen kommt. Dann ploppt der auf und dann steht da die Donation drin. Dann geht er wieder zu und dann verschwindet der. Wäre auch ganz cool. Vielleicht auch einfach nur eine lässige Einblendung so. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es noch nicht. Aber die Ideen sind da. Und falls ihr noch Ideen habt, wie gesagt, schreibt mir die auch gerne in den Chat oder auf Twitter oder sonst was, wenn ich die nicht lesen sollte. Sind gerne gesehen. Judo mit 5 dabei. Ein Shiny ist nicht genug. Hab noch ein Shiny Radikal gefunden. Wünsche euch viel Glück bei eurem Ponita. Jule, super lieb von dir. Ich hoffe, wir bekommen noch irgendwas. Und 2 Shinies bei dir schon. Gigantisch. Gute Quote. Gute Quote, Jule. Ja. Kann so weitermachen, glaube ich, ne? Geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall. Ein Schild wäre natürlich auch nice. Ja, man kann dann halt mit Schwert und Schild so ein bisschen spielen, ne? Man kann dann halt auch so ein paar Sachen zusammen machen, so dass das Schwert und Schild-Logo vielleicht eventuell zusammenkommt oder sowas. Also da kann man nochmal schauen. Wie wäre es, wenn das Schwert so runterfällt und dann irgendwie hinter, neben dem Schild stecken bleibt? Ja, dann muss aber halt auch ein Schild da sein. Man kann das halt so machen, dass von oben dann ein Schwert kommt und dann unten, sozusagen wo das Schwert stecken bleibt, dann ein Schild ist, sodass das Schwert im Schild dann feststeckt. Aber, ja, Leute, das soll halt auch einfach nur eine einfache Animation sein, so, ne? Man darf halt nicht zu krass denken. Darf halt auch nicht zu krass denken. Oh, lol! Da ist es! Da ist es! Oh! Da ist es! Alter, siehst du es? Ja! Hi für den Chat, Leute! Punsch! Ist da. Ich hab mich so erschrocken. Alter, ich war so ey. Auf Chat und war so, wow, was ist passiert? Da ist es einfach. Das blaue Ponita. Jawohl. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Oh, Bruder, bleib hier. Oh, Bruder, bleib hier. Mach keine Scheiße. Oh, einfach fabelhaft mit 2 Bällen. Richtig gut. Alter, ich hab mich richtig verjagt. Ich hab so gesagt, und dann kam es einfach aus mir heraus, Alter, ey. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, nee, es will abhauen. Oh, nee, es will abhauen. Es will abhauen, Leute. Scheiße. Ich hätte vorher Hyperbälle ausrüsten müssen. Es war dumm. 2. 3. Yes! Richtig gut. Oh. Ich habe selber Angst vor mir manchmal, ey. Oh, Leute. Ist das nicht süß? Ist schon hübsch. Ist schon geil, oder? Schon hübsch. Und wie heißt es? Wendy. Das heißt Wendy. Oh, das ist mein Wendy. Wendy. Es dreht sich. Das ist der Klaus, das ist der Bertus und das ist die Wendy. Lass mal Wendy in Ruhe. Wendy ist cool, Alter. Richtig gut. Alter Schwede, ey. 4 Leute am Start, ihr Leute, was geht? Naru Sasu wieder mit einem 2 dabei. GG, dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Donation. Ebenfalls nochmal. Eieiei, Leute, ihr habt es geschafft. Hype in den Chat. Ja, nice, Alter. Läuft gut. Ich würde sagen, wir holen das Ding mal raus, oder? Wo ist es denn hier? Ich bin letztes Mal einfach ins Pokécenter gelaufen, weil ich nicht mehr wusste, dass du die Box halt immer dabei hast. Das ist so einfach so. Ja, weil ich so lange. Ich habe so lange nicht mehr gezockt. Ist halt einfach so. Dem Team hinzufügen. So. Pikachu ist weg. Tschüss. Jetzt gibt ein Ponita. Erstmal muss hier der Kollege weg. Hä? Habe ich den nicht ausgerüstet? Aus dem Ball, Bruder. So, und Leute, natürlich safen. Ganz easy. So, wo ist es? Oh, ist das schön. Oh, wie niedlich. Ist schon putzig, oder? Und wenn sich das jetzt entwickeln sollte,
Dann haben wir einen, dann ist nicht mehr niedlich. Dann haben wir, ja, dann, ich finde, Punita sieht viel, viel krasser aus im Shiny als Galoppa, weil Galoppa ist dann so schwarz. Echt? Ja, also die Flammen sind halt schwarz und nicht mehr blau. Und ich finde dieses Blaue halt gerade so ja, gut. Das finde ich auch echt cool. Also, weiß ich nicht. Das schwarz ist, halt, ist auch cool, aber... Ja, keine Ahnung. Ist, glaube ich, Geschmackssache, was das angeht. Morgen nochmal mit dem 2 dabei, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Shiny. Der Hype ist da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für deine Donation ebenfalls. Danke, danke, danke. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Was hunten wir jetzt? Was suchen wir jetzt? Was sagt ihr? Wollen wir jetzt probieren wirklich? Wir können Anton hunten. Mir egal. Wir können auch auf Glurak und Drago rangehen. Ist mir komplett lax. Hä, wer will denn Sonnen-Shiny haben? Jeder will einen Shiny Anton. Meinst du? Ja. Eieiei. Eieiei, ich weiß es nicht. Dodo, Nidoran, männlich, Glurak, Blutzug. Wir schreiben alle Anton. Anton. Shigi. Shigi könnte man auch machen, aber Shigi ist halt verdammt schwer. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oder man macht Anton. Warum willst du Anton? Ich verstehe nicht, warum du Anton möchtest. Weil das ist so der Anti-Held, weißt du? So jeder will so alle anderen. Und ich bin einfach Anton. Das verstehe ich ja halt wirklich nicht, ey. Richtig cool. Okay, was steht hier? Shigi, Dragoran, Porenta, Anton, Fleckmon, Fleckmon. Ich hätte niemals Anton geschrieben. Hätte ich Anton, Anton, Anton. Wollt ihr wirklich? Wollt ihr Anton. Wollt ihr seriously Anton haben? Anton. Und wenn ihr Anton... Nice aus? Blau halt. Anton ist blau. Anton sieht voll cool geil aus. Anton sieht cool aus. Also da, so ist es jetzt nicht, dass Anton nicht cool aussieht. Aber das Ding ist halt, auf welcher Route wollen wir Anton hunten, Leute? Anton hier oder... vor Azur oder nach Azuria, weil das ist, glaube ich, leichter zu fangen, weil hier das Level halt höher ist. Abra wäre halt krank. Abra ist halt eine Sekunde da, danach teleportiert sich das weg. Ich würde sagen Anton. Ich würde sagen Abra? Nee, also. Ich liebe Anton halt auch einfach seit dem Detektivfilm. Ja, ey, da war es echt sympathisch. Ich bin einfach so, Anton. Nein, nicht sterben. Also wenn ihr den Pokémon-Film Detective Pikachu nicht gesehen habt, oh, wir müssen den neuen Pokémon-Film noch sehen mit Lugia und Evoli und alles. Der soll verdammt gut sein. Ja, doch, das war das mir in Trailer gezeigt. Mhm. Der ist auch jetzt schon ein bisschen draußen tatsächlich. Müsste ich auch noch schön. Der ist schon ein bisschen schön, schön, schön. Abra. Warum wollt ihr Abra? Hey, die haben alle erst Anton geschrieben. Ja, mir egal. Mir ist wirklich komplett lax. Wisst ihr was? Wir machen einmal. Ich brauche einmal kurz eine Inspirationsphase und gehe einmal kurz in den Vertania-Wald und werde dann entscheiden, wo, wie, wo, was wir hunten werden. Also, Vertania-Wald muss einmal kurz sein am Tag. Ne, Leute? Einmal kurz durchlaufen. Irgendwie habe ich nämlich ein Gefühl, dass da gleich was kommt. Ein Anton? Das ist ja egal, ob da ein Anton kommt oder nicht. Das ist mir komplett lax. So, mal Moria. Anton wäre schon. Vertania City ist richtig. Ah, Anton, Alter. Anton ist mein Anton. Viele wollen Abra. Die meisten wollen wirklich Abra. Krass. Ah, ich bin stolz auf die Leute. Vincenzo, so, danke schön nochmal für eine Schweizer Franke. Dankeschön. Ach, Leute, Alter. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Anton. Anton, Schmenton, Alter. Ich sag's dir. Essen wir heute noch was, Mensch? Heute? Ja. Was denn? Essen. Keine Ahnung. Hast du schon mit? Ich habe heute Mittag Spaghetti gegessen. Die gab es beim Aldi für 1,60. Richtig gut. Und Nuss-Nougat-Croissant habe ich gegessen. Ich habe mir heute richtig gegönnt. Weil ich dachte, heute gibt es Curry. Haben wir gesagt auf der Arbeit. Aber Christian, ich bin krank. Ich so, ja Bruder, das weißt du jetzt erst oder was? Ich wollte gerade fragen, wie es Curry war. Also morgen essen wir Curry, wie es aussieht. Das ist der einzige Grund, warum ich zur Arbeit komme. Nur weil wir halt japanisches Curry machen wollen. Gehen in den Asiamarkt und machen uns Curry. Also wer von euch noch kein Curry gegessen hat, also asiatisches Curry, verdammt geil. Wir werden jetzt hier nur kurz chillen, Leute, so 2 Minuten vielleicht. Und dann werden wir wieder gehen. Und letztes Mal kamen hier 3 Shinies beim letzten Stream. Und ich glaube, wir werden dieses Mal nicht unbedingt eins bekommen, aber wer weiß, ne? Also ich möchte auch eigentlich kein Shiny aus dem Vertania-Wald, weil ist halt komplett insane, das Teil. Machen wir schnell ein Parfum an, irgendwie so ein Super-Parfum.
Currys Best auf jeden Fall. Also, was arbeitest du, Zero? Ich arbeite auf der Arbeit an meinem YouTube-Kanal und an anderen Sachen für die Firma. Also für mein YouTube-Netzwerk. Aber Zero, für welche Firma? Für Gaming Clerks. Die coolste Firma ever. Also Leute, wir werden, also Kaya zuliebe, werden wir Anton hunten. Ja! Aber ich denke, wir werden es vor Azuria machen, weil wir da halt gleichzeitig die Chance haben, Shigi zu bekommen. Ich glaube, das ist gerechtfertigt. Und danach könnten wir, also, da wir das Shiny haben, was ich haben wollte, könnten wir theoretisch danach... Und das Ding ist halt auch, wir können auch Dragoran da hunten, ne? So ist es nicht. Also Anton wird leicht zu fangen sein und Dragoran werden wir dort halt auch bekommen. Das heißt, wir haben ein Shiny schon mal bekommen von dem, was oder was ich halt wollte. Von daher bin ich da, was das angeht, schon sehr zufrieden. Dragoran wäre noch nice. Ich kann euch schon mal sagen, das nächste Legi, was wir handeln werden, weil wir werden auch wieder Legis handeln, wird auf jeden Fall Lavados sein. Weiß nicht, ich finde Lavados mega cool. Sieht halt aus wie ein gerupfter Truthahn-Shiny, aber ist halt irgendwo schon nice. Also wie es aussieht, kriegen wir kein Vertania-Wald-Shiny. Ist okay, ist okay. Dann heute nicht. Raupi-Schmaupi, Alter. Wie gut das auf einmal alles aussieht jetzt, ne? In dieser... Stell dir mal vor... Wie geil die Streams alle ausgesehen hätten. So ein shiny Anton in Full 4K. Full 4K HD aussieht. So, Full HD ist nicht so... 4K. Also ich guck mir das später an, wie der Qualitätsunterschied ist, ne? Und wenn er so krass ist, dann hasse ich mein Leben. Weil ich habe dieselbe Aufnahmemöglichkeit schon seit 2 Jahren. Und habe sie nie benutzt, weil ich einfach nicht dachte, dass ich das umstellen kann, muss. Was auch immer. Einfach dumm. Ich mach gerade Lavados, 1650 Resets. Alter, Werner, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß weiterhin. Oder viel Glück. Da muss auf jeden Fall immer ein Ende kommen. Okay, hier ist kein Shiny. Von daher, auf geht's nach Azuria City. Was ist euer Lieblingsfußballverein? Werder Bremen. Das ist ganz schön dumm von dir. BVB. Und dann ASV. Ah ja. Beides eigentlich. Ah ja. Ich wurde halt reingeboren und bin damit zufrieden. Ich wurde in ASV reingeboren, aber finde Dortmund halt auch geil. Und deswegen bin ich so Dortmund. Jedem das seine. So, wir fliegen, Leute. Wir fliegen. High Fly Sky ist gut. Ja, Anton, ich feiere Anton richtig genau wie Kaya. Meine Mama ist zu Hause. Vielleicht dein Vater. Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Luigi. So, wir fliegen weg mit unserer unglaublich coolen Animation. Und wir werden natürlich erstmal gleich, Leute, mit dem wunderbaren, geliebten Ponita rumlaufen. Warum? Weil wir es haben. Guckt euch das an. Das süßeste Shiny, was ich jemals bekommen habe. Ist so toll. So toll. Morgen nochmal mit 2 dabei. Ist Pokémon Schwert oder Schild besser? Das weiß man nicht, was besser ist. Oh, was hast du gefunden, mein Schatz? Was hast du denn da gefunden, mein Schatzi? Ich weiß gar nicht, warum die Leute sagen, wir sind cringe. Gar nichts. Hat immer Blumen geschnuppert. Ja, dummes Viech, komm her. Komm her, Bruder. Was hat dann Blumen geschnuppert? Ja, mein Gott, Alter. Soll er mal Hintern schnuppern hier? Ja, dann will ich auch mehr Blumen schnuppern. Aber mein Hintern riecht doch wie Blümchen. Da ist ein Shiggy, okay. Also hier ist die Route, wo wir das Ganze durchführen werden. Wenn ein Anton kommen sollte. Ich weiß es. Okay, da ist so viel zu dem Thema. Okay, Anton ist da. Und ich glaube, da reicht ein Ball einfach, weil das Ding ist halt blau. Blau. Grün. Wir haben einen grünen. Ah, nice. Hast du ein Shiny, ja? Ich sehe, Senor, Shio. Sie, ihr habt das. Senorita. So, mal gucken. Senorita. So, Enter wurde gefangen. Super toll. Gucken, ob wir jetzt noch ein paar Endons dazu bekommen. Das wäre mega toll. Noch ein Toboga. Keiner braucht Toboga. Wir wollen nur Enton. Enton Schmenton, Leute. Wow, Mauzi, was ist los bei dir? Geh mal weg. Ich dachte gerade, da kommt ein Shiny Punit. Das ist so wild. Ja, weil es halt einfach die ganze Zeit auftaucht. An der Stelle habe ich im Pokémon Gelb Shiny Myrapla bekommen. Pokémon Gelb gibt es aber keine Shiny Steine. Der hat so geflunkert. Oder bist einfach farbenblind. Pokémon Gelb gab es doch keine Shinies. Oder du hast damals bei deinem Gameboy irgendwie links oben rechts geklickt, weil da konnte man die Farben ändern.
Ne? Krass, Alter. Das konnte man damals beim... Ich glaube, ich habe beim Game Boy Rot gespielt und Kristall bei irgendjemandem auch mal. Gelb weiß ich nicht so genau. Ja, ich habe alle Spiele gespielt tatsächlich. Also die ersten so, ne? Ich habe, glaube ich, damals so Weiß 2 und sowas habe ich nicht gespielt, weil ich eine Schwarz 2 habe. Werde ich irgendwann nochmal nachholen, definitiv. Aber jetzt erstmal nicht, weil habe ich gerade irgendwie kein Interesse dran. Ich glaube, das erste, was ich gespielt habe, war Rubin. Ein Stern-Emoji wäre noch ganz cool für Shinies oder sowas. Didi, wir haben ein Shiny-Emoji, aber der ist noch nicht freigeschaltet. Also es dauert noch ein bisschen. Also mal sehen, wann das kommen sollte oder wird. Aber es ist einer. Es ist ein Glurak mit einer Silhouette und dann ganz schön Sparkles im Hintergrund. Ich hoffe, dass der... Also jetzt, ich glaube, bei den heutigen VIPs, die heute wieder reinkamen... Ich kann ja mal grob gucken. Es wird gleich wieder laggen, kann ich euch schon mal sagen. Was ist mit dem Enten los, allein? Beruhig dich mal, Bruder. Vincenzo, noch mal mit Zweier dabei. Würde es mein First Base Holo Glurak PSA 10 Uts? Würde es mein Base. Was meinst du damit? Ob du es schätzen lassen würdest oder was? Also, wenn du eins hast. Schick es nach PSA, lass es grade und alles. Verkaufen, tu es nicht. Außer du hast Geldnot. Und ja, ansonsten kann ich da halt nichts draus entnehmen, was du halt sonst mir sagen würdest. Schreib es sonst einfach im Chat nochmal rein. Alles cool. Aber wie gesagt, danke nochmal für die 2 Euro. Oder 2 Schweizer Franken, wir wollen ja hier korrekt bleiben. Ne? Ist ja nicht dasselbe. So, ich guck mal ganz kurz, wie viele Emote-Slots wir haben. Also kann wie gesagt sein, dass es kurz leckt. Da kam Blutzucker, hast du das gehört? Ich hatte durch diesen Lautsprecher, also. Richtig komisch. Noch eins. Luga, hallo. Servus, Luga. Was ist dir denn? Wir wechseln zum anderen Studio. Bist du erst Pokémon Schild oder Schwert aufnehmen? Ich weiß es nicht. Also, eins wird auf jeden Fall Nuzlocke gespielt, habe ich ja gesagt. Was es da wird, keine Ahnung. Das werden wir einfach mal sehen. So, wir schmeißen den Ball. Sehr nice. Würdest du es unterzeichnen? Alter, wenn du es zu mir schicken würdest, oder wenn wir uns sehen sollten, kann ich das gerne machen. Aber die Verantwortung zu haben, hier zurückzuschicken, sage ich mal, und es geht verloren, dann, Alter, dann hasst du mich. Und ich hasse mich. Und ich habe das auch gerade erst gehabt, dass ich einem Zuschauer ein Autogramm auf eine Karte geschrieben habe, das geschickt habe, ist mir angekommen. Das ist schon echt belastend. Also wirklich, sowas ist halt echt krass. Also sowas muss man halt immer mit einberechnen. Klar kann man dann halt sagen, okay, man macht dann halt so Paket mit sonst was. Verfolgung, oder? Aber dann kostet es, glaube ich, halt auch 20 Euro oder so, ne? Oder ne, so teuer ist es, glaube ich, auch nicht. Also, musst du wissen. Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Wenn man sich mal irgendwo treffen sollte oder sowas oder mal über den Weg laufen sollte, können wir das gerne machen, gar kein Problem. Also, aber was irgendwie hinschicken und sonst was, da kann es auch sein, dass es beim Transport kaputt geht oder sowas, weil ein Postbote schmeißt das irgendwie. Keine Ahnung, letztes Mal auch ein Postbote, so wisst ihr. Ich habe ein Paket erwartet. Dann hieß es dann so, ja, ist ein Paket für Dario da. Er so, ja, yeah, ja. Yeah. Gib mir das einfach so in die Hand. Ich so, brauchen Sie keine Unterschrift oder so. Nee, nee. Wo ich mir dachte, yo, Alter. Das machen die aber ganz oft. Da kann auch irgendein Hiopai kommen. Kann ja sagen so, yo, ich bin Dario. Und dann kriegt er so, keine Ahnung, Base-Set oder sowas, was ich bestellt habe. Ja? Also jetzt mal for real, ey, nix gegen unsere südländischen Postbotenfreunde da, aber da müssen die ein bisschen Initiative ergreifen, finde ich so halt, ne? Also, das hat ja nichts mit der Herkunft zu tun, das ja, ist aber nur, das, weil der Arbeitgeber das halt nicht der will. Typ ist halt aber, ne? Habe ich halt super oft. Meistens sind halt solche Leute in so einem Beruf, weil die da halt gut Geld verdienen und weil es halt für Deutsch... Die verdienen ja richtig scheiße. Ja, aber die verdienen dort halt besser als irgendwo anders dann halt, ne? Besser als gar nicht. Ja, das ist es. Und... Weiß ich nicht. Also da sollte man halt drauf achten. So, kann auch sein, dass Deutsche das halt so sind, ne? Dass die halt auch so sagen, so, ja, kein Bock hier, nimm oder so. Will ich gar nichts gegen sagen, ne? Ich bin jetzt nicht rassistisch oder sonst was, aber... Das war halt nun mal so ein Genosse da. Und das war halt so. Fand ich ein bisschen schade. Bisschen komisch. Wegen seinen Videos habe ich mega den Drang, mir Booster zu kaufen. Ist schon 15 Jahre her. Heilige, ich glaube, das haben einige Leute. Ich weiß nicht, ob ich dich dazu beglückwünschen soll oder nicht. Auf jeden Fall,
falls du die Booster kaufen solltest, viel Spaß damit. Falls ich die Sucht gegeben habe, dass du die Booster kaufst, tut es mir leid. Und wenn nicht, guck einfach die Videos. Ich hoffe, du hast Spaß dran. Alles cool. Ne, also bei mir war es halt damals so in der Kindheit. Ich habe super gerne Booster geöffnet. Sei es Yu-Gi-Oh!, sei es Pokémon und... Weiß nicht. Das ist halt so eine Sache, die man gerne macht. Man schaut gerne zu. Ich schaue selber gerne ein paar Openings an. Gerade von ein paar englischen Leuten, die ein bisschen kleiner sind. Weil die mir halt sehr, sehr sympathisch sind. Aber ich glaube, das ist Geschmackssache halt, ne, was man da gucken möchte oder was man da gucken will. Ja, ist halt einfach eine schöne Sache. Schöne Sache. Genauso wie andere Sachen einen auch unterhalten, ne? Mauzi gerade vom Geräusch. Das ist die Geräuschkulisse, wenn du die nur hier so hast, ne, und nicht da oben, ist ganz, ganz weird. Super weird, Leute. Oh, da ist ein Enton gespawnt. Ne, das war ein Klofenser. Lull. Die hören sich original gleich an. Das ist so merkwürdig. Ah, ich wollte nach den Emote-Slots gucken, ne? Ich wollte nach dem Emote-Slot gucken, Leute. Guck mal ganz kurz. Wir sehen. Bearbeiten. So, bearbeiten. So, nicht, dass jetzt ein Shiny kommt. Leute, ich gucke jetzt gerade. Wir haben Emotes. Ich habe tatsächlich einen weiteren oder zwei weitere Emotes frei. Das heißt, wir können wieder einen neuen Emote benutzen. Leute, könnt ihr auf die Schulter klopfen. Nicht mir, den Leuten. Klatscht irgendwo hin, ey. Also der... Ich finde den Spot tatsächlich gar nicht so geil. Ich glaube, wir switchen gleich. Einfach auf die andere Route. Weil hier spawnt halt super wenig. Das ist ein bisschen sad. Finde ich ein bisschen schade. I don't know. Meh. Ich glaube, der Spot ist ja auch nicht viel besser hier, oder? Ich weiß nicht mal, ob hier ein Enton spawnt. Wir brauchen halt mindestens 11, damit halt die Chain kommt. Wird Enton jetzt gehuntet? Yep, Enton wird jetzt gehuntet nach Punita. Punita war ein voller Erfolg. Kai hat einen Herzinfarkt bekommen. Aber alles entspannt. Alles entspannt. Ich war auch gerade richtig entspannt. Ah, das ist Enton. Im Chat. Ja, weißt du? Und ich dachte mir einfach nur so, Bruder, Bonita, let's go. Nehmen wir mit. So, bitte nicht aufregen. Oh, der war ja unter. Aller Sau. Unter aller Sau hier, der ging einfach der komplett. Ja, Leute, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin hier richtig nervös, wisst ihr? Ich kriege gar nichts geschissen gerade. Parfum angemacht, jo, rieche ich wieder gut oder was? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, Parfum muss wieder angemacht werden. Tut mir leid. Es sieht so aus, als hätte ich keins an tatsächlich, ne? Weil so, wenn ich Pokémon komme. Schauen wir einfach mal gleich. Tschüss. Fighter Venues Hard, bin 29. Ich habe damals auch nach dem Schulhof Karten getauscht und alles. War der King damals mit Glurak aus der ersten Gen. Ja, Leute, wer damals nicht Glurak hatte, ne? Mit dem hat man damals gar nicht auf dem Schulhof gesprochen. Anders ging das nicht. Und mit Glurak war gar nichts los. Ja, tatsächlich hatte ich. Ne, hatte ich an oder hatte ich keins an? Was stimmt da? Ne, war tatsächlich nicht an. Danke an denjenigen, der es im Chat geschrieben hat. Ich habe mich aber auch schon gewundert, warum Mix spawnt. Jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt kommen sie alle. Jetzt sind sie da. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt gehen wird oder halt nicht gehen wird. Also wir haben auch noch keine volle Chain. Und wir werden auch, glaube ich, keine volle Chain bekommen. Weil, je nachdem, wie lange wir streamen. Also, schauen wir einfach mal. Wird mal sehen, ne? Besoffenes Enton wird gehuntet. Nur weil es blau ist, heißt es nicht, dass es besoffen ist. Gut, weißt du? Punita geht's auch gut. Punita ist nicht besoffen, gehe ich fest von aus. Sieht eigentlich noch... Sehr stabil. Bruder, geht's dir gut? Was sagst du denn? Ja... Also, es rempelt mich schon ein bisschen an. Punita ist voller Energie. Also, der geht wohl noch saufen, wie sonst. Alles gut, alles gut. Ne, Leute. Das Enton, das wird... Ich finde blaues Enton mega sweet. Ich kann da sagen, was ich möchte, aber Enton ist ein super sweetes Pokémon. Und dann schauen wir einfach mal. Gerade im Blau, wie gesagt, gerade im Pokémon Go habe ich auch, glaube ich, ein oder zwei Shiny Enton. Die sehen schon verdammt nice aus. Verdammt nice. Fleckmon ist wirklich schlimm zu handeln. Ah, Papa, da werden wir nochmal sehen halt, ne? Wie, wo, was Fleckmon wird. Also werden wir auf jeden Fall auch noch handeln. Also wir klappern jetzt halt mehrere Pokémon ab. Ich weiß nicht, ob der flieht oder nicht flieht, ey, weil er immer so komische Moves macht. Also normalerweise hat er eine Animation, die er macht, und eine zweite, die er macht, bevor er flieht. Das ist sehr, sehr strange. Aber naja, schauen wir mal. Geh lieber auf Route 6. Dort hat man mehr Rasen, das spawnt mehr. Route 6. Ah, wo ist Route 6? Wie viel habe ich jetzt? 11? 8. Okay, da fehlen noch 3. Guck mal ganz kurz, wo Route 6 ist. Sonst werden wir da mal eben hingehen, weil das wäre ein bisschen intelligenter, wisst ihr? So, geheime Technik. Fliegen. Route 6.
25 war das hier, oder was? Stefan fragt, was er verpasst hat. Ja, und Anton? Hä, Shiny Punita, Bruder. Anton. Was ist los? Ah, boah, ich weiß, wo das ist. Das ist eine richtig gute Stelle zum Handeln. Da haben wir das erste Shiny auch bekommen damals. Das allererste Shiny am Release-Tag sogar. Boah, Leute, so gut. So gut. Eigentlich möchte ich einen Galopper haben. Ich habe keine Sonderbonbons mehr. Sonst würde ich einfach ein Rare Candy draufschmeißen. Dann würde ich mich auf das Galopper raufschmeißen und dann durch die Prärie reiten. Auf mein Wendy, weißt du? Wendy Dandy. Wendy Dandy. Verdammt nice. Ding ist halt jetzt aber, wir haben jetzt keine Chance mehr, Shiny Shiggy zu bekommen. Aber die Stelle ist natürlich sehr, sehr viel besser. Also die Stelle ist echt gut. Guck, hier schon das erste. Wieso? Für eine Anton. Trubel, Trubel, Trubel. Ach, das war jetzt geplant. Alles geplant, dass wir mit den Kämpfen gegeneinander spielen. Ist aber auch richtig schlecht. Frag mal Marek, ob der Sandwich-Toaster noch bei ihm ist. Da hätte ich richtig Bock drauf heute. Da hätte ich richtig Bock drauf. Schönes Sandwich heute. Danke erstmal. Und hast du eventuell noch den Sandwich-Maker bei dir? Den brauchen wir ganz dringend. Dringend, dringend. Shit, shit. Verdammt, Alter. Gleich wieder drei Shinies auf einmal. Ja, Leute, so viel Glück kann man nicht immer haben. Also, so ein random Shiny ist immer nice, aber ist halt nicht alltäglich sowas, ne? Kann ich euch mal sagen. Kann ich euch sagen. Oh, noch ein Anton. Also, das ist die Anton-Ecke hier vorne. Entweder der komische Pfadfinder hat hier was ausgestreut oder Anton wird nur hier erscheinen. Man weiß es nicht. Anton. Bleib hier. Einfach verblufft. Perfekter Wurf. Okay, hier werde ich wohl nur ohne Grund gehatet. Schönen Abend noch. Okay, was? Wie? Wo? Sehr komisch, Kira. Was ist denn los? Ja. Gucken wir das mal ganz kurz an, was hier steht. Cool. Entweder es kann sein, dass du irgendwas in Cups geschrieben hast oder so. Ich sehe jetzt nichts, wo jetzt was gesperrt wurde oder so. Keine Ahnung. Also ich sehe jetzt nichts. Kann auch sein, dass ein Nightbot das war. Muss halt nicht unbedingt ein Moderator sein. Also, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Aber wahrscheinlich ist die Person halt eh schon weg. Wie gesagt, ich kann halt nicht, leider nicht alles sehen. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, dafür sind halt die Moderatoren da. Und wenn ihr irgendwas sehen, was halt, sag ich mal, nicht passt im Chat, irgendwelche Beleidigungen oder irgendwie Gespamme ist, dann sind die halt da und machen dagegen halt was, ne? Also das ist halt deren Aufgabe in dem Sinne. Und ich weiß es halt auch nicht. Kira wurde vom Nightblock blockiert und denkt, die Mods wären das gewesen. Ja, dann kann ich halt auch nichts machen, wie gesagt. Also, der Nightbot ist halt dazu da, um Spam sozusagen zu eliminieren. Und geht das Afra jetzt weg? Hallo? Dann hat sie vielleicht viele Emojis. Ja, irgendwelche Emojis oder Caps Lock oder was auch immer. Und dann können wir halt nichts machen, ne? Also ich glaube auch nicht, dass die Moderatoren einfach grundlos irgendjemanden wegbannen, haten oder sonst was. Also da kenne ich meine Jungs ja, ne? Ich glaube, die sind alle richtig asozial, Alter. Die sind alle richtig asozial, gerade der Godgamer. Das ist der heftigste. Eigentlich bin ich die krasseste. Nee, das ist der kleine ich Alex. Weiß, wer das ist. Nee, das ist trotzdem der krasseste. Der bleibt Nein, und ist der krasseste. Hallo, ich bin auch Mod nee. Und ich bin richtig zuverlässig am Start immer. Nö. Nicht. Einmal nö. Nein. So, Leute, Kette von 11 ist da. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, dass es ganz viele Antons gibt. Und da sind schon zwei, ey. Ich glaube, das wird noch was. Abwarten, ne? Aber wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Also ich weiß noch nicht, wie lange wir streamen. Je nachdem, wie lange hast du noch Bock oder Zeit? Oder willst du erst deiner Mutter noch runter oder so? Ja, also ich bleib nicht mehr so lang. Na, das ist entspannt. Ist ja gut. Ich kann ja schon mal den Sandwich-Maker rüber. Sonst kannst du das ja auch schon machen, ne? Wie es dir passt. Hallo, irgendwo ein Mädel. Ja, hallo. Hier, ich auch. Hallo. Ja. Hi, hi. Ja. Nicht ganz mehr männlich. Ich gebe dir recht. Das war ein Shiny Abra. Ja, auf jeden Fall, Joel. Deswegen haben die Sterne auch geglitzert, ne? Klar. Also ich muss halt kurz über nachdenken, so. Nein. Nein, das wird keins gewesen sein. Oh, Dragoran, vielleicht Shiny! Ah,
Hallo, geh bitte zu Anton. Ja, ich muss gucken, ob Drago anscheinend ist. Das ist wichtiger. Darum geht's nicht hier in unserer Mission. Hä? Unsere Mission ist es, Drago anzubekommen. Anton ist nur ein Highlight. Ein Highlight. Bekomm das Pony einfach nicht. Lukas, da musst du ein bisschen, ne, da musst du ein bisschen Zeit, musst schon mal deinen Plan. Sonst geht das ja nicht. Hattest du damals nicht hier einen Shiny Bullpix bekommen? Sieh, Didi. Sieh. Hier war das erste Shiny. Und mal gucken, ob hier das letzte Shiny kommen wird oder nicht. Die kalte Ente ist ein Highlight. Auf jeden Fall, hallo. Würdest du das nicht sagen, oder wie? Würdest du das nicht sagen? Würdest du es nicht sagen? Okay, hören wir auf damit. Hören wir auf damit, sonst ist die Kamera am Ende kaputt. Und die ist teuer genug gewesen, ne? Wenn diese Kamera kaputt ist, kann ich keine Openings mehr aufnehmen. Beziehungsweise nicht mehr so, wie sie einmal war. Anton, komm her! So niedlich! Die ist schon putzig. Wow, wow! Flup! Flup, flup. Guten Abend, du alter Shiny. Dennis hier. Wie geht's euch denn so? Dennis! Hallo, dich kenne ich noch gar nicht. Nee, Dennis kennst du gar nicht, ne? War auf der Gamescom auch nicht, der Banose. Nein. Hat er keine Zeit für gehabt. Alles verpasst. Alles, ey. Dennis, mein Schatz, ich hoffe, dir geht's gut. Uns geht's auch super. Also, wir haben jetzt heute schon Shiny bekommen. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Hand bisher. Also, auch ein Wunsch-Shiny. Also, ist keins, was jetzt einfach nur so da war. Alles easy, ich hoffe, dir geht's auch gut. Alles einen schönen Arbeitstag oder hast du Urlaub? Willst du, wenn Schwert und Schild draußen ist, noch Let's Go zocken? Ich glaube eher weniger. Weil Schwert und Schild dann halt das einnehmen wird, was ich in Let's Go mache. Hä? Kannst du nicht machen. Doch. Kann ich machen. Muss ich nicht? Kann ich machen. Oh, Bruder. Nein, nicht das. Ihr das falsch versteht. Ich habe aus Versehen einen Kommentar zweimal geschrieben und wurde gleich wegen Spam blockt. Nee, es war aber wegen des Nightbots dann halt, ne? Und wir haben einen Kamera-Freeze schon wieder. Leute, den Kamera-Emote in den Chat. Sofort. Und ich brauch's jetzt den richtigen Akku finden. Hype in den Chat, Leute. Kamera ist wieder weg. Akku in die Kamera. So, 3, 2, 1, Magic. Ich wollte gerade sagen, funktioniert es nicht, das wäre sehr sad. Satisfying. Niceness. Niceness, 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 Leute. Es geht wieder los. Und Mute ist Level 75 und Punita entwickelt sich gleich noch. Alter, Nils hat's verstanden. Die Facecam ist aus. Sehr gut. Finde ich gut, dass er es erkannt hat. Er hat es richtig gut gemerkt. Finde ich gut. Oh, das Abra, zweimal. Also wenn wir Shiny Abra bekommen, dann beiße ich mir wirklich ins Knie, weil den Boy zu fangen, das wird halt scheiße schwer. Den beiße ich mir ins Knie. Achso, ja, mache ich auch immer. Ja. Ab und zu kann man das mal machen. Guck, der ist weg und der hier. Okay, der bleibt noch da, aber die hauen halt super schnell ab. Mir geht's bestens. Mega nerviger Tag heute, aber ich gehe gleich in Go Shinies handen. Ja, du das mal. Wir haben hier nicht ganz so geiles Wetter, von daher. Nein. Würde ich nicht unbedingt machen wollen. Aber vielleicht ist bei euch ja ein bisschen besseres Wetter, ne? Bist ja ein bisschen weiter im Süden aktiv da. Was? Putz, putz, sind TCG-Karten wertlos, sobald sie einen Knick haben? Nicht wertlos, aber wertloser. Also, man sollte sie am besten gut behandeln. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, keine Ahnung. Je nachdem halt, ne? Also manchmal gehe ich mir die Karte auch nicht super gut um. Aber wenn ich eine gute Karte ziehe, bekomme oder sonst was, gehen die halt sofort in eine Hülle und danach in Ordner oder ähnliches rein. Das passiert schon, Leute. Das passiert schon. Luga haut ab. Luga, mach's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Dragoran-Shiny. Ich warte immer noch auf den Tag, bis ich so ein Himmels-Encounter-Shiny bekomme.
Wird niemals passieren. Es kann auch sein, dass ein Arctos, Zapdos, Lavados da oben sind, ne? Echt? Ja. Ist aber noch viel seltener als ein Shiny tatsächlich. Und dann können die auch noch Shiny sein. Also das ist schon krass. Ich hab schon überlegt, ob man da irgendwie eine Chain macht und dass man die dann irgendwie huntet, aber es ist halt nicht möglich. Kannst du nicht deine Switch 8 Jahre anlassen, nur damit du dann so einen Shiny da handeln kannst. Da kannst du es lieber soft resetten. Das geht halt nicht. Ich hab gestern Pokémon Go Shiny Deoxys gefangen. Es gibt jetzt Shiny Deoxys tatsächlich. Wusste ich nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich spiele Pokémon Go halt, wie gesagt, nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ist cool. Ich habe gesehen, dass Deoxys jetzt für jeden verfügbar ist. Dass man alle Formen, wie es aussieht, jetzt in Raids auch bekommt. Aber wie gesagt, ich war halt eh noch nie ein Raid-Spieler und werde daher halt auch keine Raids machen. Weil, weiß ich nicht, finde ich halt nicht so cool. Also finde ich schon cool, aber da musst du halt eine coole Truppe dafür haben. Nein, Shiny Deoxys gibt es nicht in Pokémon Go. Wollte schon sagen, Lukas, ey. Hätte ich auch mitbekommen. Der nicht schreibt. Hast du in Let's Go schon ein Dratini gehuntet? Purer Hass. Ich habe dreimal in Let's Go schon ein Dratini gehuntet und ich habe irgendwie einmal ein Carpador, einmal ein Tentacha und einmal habe ich es abgebrochen, glaube ich. Also ich habe bestimmt schon 8 Stunden mindestens bei Dratini verbracht, wenn nicht sogar mehr. Also es war eine ganz, ganz lange Zeit, die ich damals in Dratini gesteckt habe, aber diese Zeit wurde nicht appreciated. Asaf von meiner wunderbaren Community im Chat. Sonst aber nicht. Ne, aber Dratini ist halt echt purer Hass, weil das Ding auch scheiße zu fangen ist, weil es super schnell abhaut und brauchst dafür Hyperbälle und Beeren und all so einen Schrott. Mega, der Crab. Und nicht der gute Crab, der schlechte Crab. Der schlechte Crab. Hat sich Marek schon gemeldet? Ja, deswegen kommt ich was. Was sagt er? Also, es sieht aus, als wir einen Sandwich Maker bekommen, Leute. Das ist sehr nice. Wir streamen gerade. Aber das ist sehr nice. Er meinte, er macht das alles fertig. Er wollte in 20 Minuten oder so eh rüberkommen. Er meinte, er ist in 20 Minuten eh in der Gegend. Und ich so, Leute, bist du nicht bei dir zu Hause? Dann bist du gegenüber. So, also, ich bin dann bei euch. Okay. Ich glaube, er wollte es erst cool ausdrücken und dann so. Also kommt er rüber und bringt ihn mit. Richtig. Sehr entspannt, sehr entspannt. Ja, cool. Ich hab richtig Bock auf so einen Nutella. Ich wollte eigentlich irgendwas Herzhaftes, aber wie du möchtest. Alles entspannt. Richtig Bock. Kira, dir auch noch viel Glück. Und tschüss. No way, 2 Shiny... Na, Lukas, halt dein Maul, Alter, als ob du 2-mal Shiny Glurak bekommst. Also, da werde ich auch toxic so langsam. Es kann nicht sein, ey. Das ist das seltenste Pokémon überhaupt in diesen ganzen Spielen, Shiny. Ja, wahrscheinlich sein eigenes. Ja. Ich hab noch eins. Aber Shiny Mewtwo nächste Woche dann. Ja, aber wie gesagt, werde ich halt auch nicht spielen, höchstwahrscheinlich. Ja, for real. Ja, Bruder, schick ein Foto. Schick Foto auf Twitter. Glaube ich dir niemals, ey. Ich hab nicht eins. Und beide random wahrscheinlich noch, ne? Kannst du nicht bringen, ey. Kannst du nicht bringen. Da hinten ist ein. Oh, hier ist auch ein Anton. Anton! Muss man einfach mal gesagt haben, ne? Gutes Pokémon. Gutes Pokémon. Zeig dir auf Twitter. Zeig dir auf Twitter. Bruder, danke. Alles entspannt. Ja, 2 Stunden streamen wir schon, ne? Krass. Werde ich, denke ich, noch so. Also, ich werde, denke ich, jetzt noch so 20 Minuten streamen. Und dann wird, denke ich, mal so langsam ausgefadet, Leute. Bisschen entspannt. Man muss auch so diesen. Man muss auch den Anton-Hype mitnehmen, ne? Vielleicht hunte ich es auch später noch nebenbei zu Ende. So, ne? Wenn man nochmal im Bett ist und ein bisschen chillt und ein bisschen Anime guckt oder sowas nebenbei. Vielleicht ja. Mache ich es dann nochmal zu Ende. Schauen wir mal. Wäre auch ganz cool. Hey, du schreist wieder so. Ja, kann sein, dass ich da auch brülle. Man weiß es nicht, Leute. Man weiß nicht. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. So, mitten in den Deadly Sins so ganz so richtig leise, so ein richtig ruhiges Szenen. Und dann so. Ah! Oder wie vorhin so. Ja! Nicht, Polita! Nee, du hast ja geschrieben. Habe ich ja geschrieben? Ich glaube, du hast ja geschrieben. Ich weiß nicht. Leute, gucken wir uns später an. Oh, lol. Wollen wir? Weiß ich nicht. Es ist halt blau. Chat, entwickeln oder nicht entwickeln? Es auf Galopper reiten? Ah, wir können auf Galopper reiten. Ah, alles nice. Ah. Chat entscheidet. Aber es ist blau. Chat entscheidet. Es könnte auch schwarz.
Chat entscheidet. Nein, ja, ja. Bisher, ja. Mehr ja. Nein, nee, ja, ja, ja. Nein, ja, ja. Sind mehr ja als nein. Sind mehr ja als nein. Entwickeln wir. Nein! Wir entwickeln. Ist halt nicht mehr ganz so cool. Du musst aber noch mal eins handeln. Joa. Kriegt man wohl hin. Ah, wie geil das jetzt in HD aussieht, ey. Ich bin echt geflasht. Ich bin echt. Also, weißt du, ich habe kein Shiny heute bekommen. Ich habe heute Wissen bekommen, dass mein PC doch nicht so scheiße ist. Wendy. Brauchst heute auch nichts erlernen. Alles okay. Alles okay. So, ich bin gespannt. So, Fangserie von 23. Das heißt, es ist auch schon mal geboostet. Das heißt, die Shiny-Chance ist höher als sonst. Und, oh, das ist schon geil, oder? Hast du denn eine Kappe? Lol. Gibt das so Shiny-Sparkles hinter sich? Ja. Also Feuer, ne? Ja, das ist schon geil, oder? Das ist schon geil. Das ist schon fett, Leute, oder? 10 von 10, was sagt ihr im Chat? 3. Finde ich schon, das finde ich gerade echt cool. Also ich laufe gleich mal über eine andere Wiese, wenn das Parfum alles. Oder Rauch. Ja, ich glaube, das sieht noch geil aus, wenn das Pokémon normal wäre. Aber wie gesagt, wenn es halt shiny wäre, dann hätten sie es auch anpassen müssen. Das wäre viel, viel krasser. 10, 10, 10, 7. Papaya ist gar kein Fan, ein richtiger Hater. Richtiger Hater. Geht. Also wie gesagt, ich finde es schon ganz cool. 6. Okay, Parfum ist alle. Wir reiten jetzt mal über die Prärie. Schauen wir mal. Hoppala, man ist so fix und quick, man kommt gar nicht hin. Jule ist richtiger Fan. Jule, Ehre. So muss das. So, gucken wir mal. Na, 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 na. Na, 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 na. Ist schon fett, oder? Ist schon nice. Ist schon nice. Hast du gerade Wendy fett genannt? Ist schon fett. Wendy ist schon fett. Wendy findet das gar nicht witzig. Wendy findet das gar nicht fett. Ja, schon cool. Finde ich sehr cool. Kann man machen, kann man machen. Naja, also solche Sachen finde ich ein bisschen schade, dass es die in Let's Go nicht mehr gibt, ne? Dass man auf Pokémon reiten kann. Das war mit einer der geilsten Features so. Pokémon reiten, fliegen, die laufen neben dir. Keine Ahnung, sowas gibt es halt alles nicht mehr in Let's Go. Das ist halt super sad. Ach, in Schweren Schild. Das ist halt schon echt traurig. Ja. So, ich muss wieder Parfum anmachen, aber ich wollte auch mal kurz reiten. Nee. Machst du nix. Machst du nix. Mach mal an den Lachs. Jetzt vermisst du schon das Blaue. Ah, Papaya, nicht weinen. Es kommt ja wieder, wenn wir nochmal ein Shiny bekommen sollen. Wir können ja auch ein blaues Internet. Das können wir auch. Duh. Wie lange dauert der Livestream? Bis 20 nach 7, denke ich mal, streamen wir noch. Und dann werden wir gleich, beziehungsweise ich werde gleich ausmachen. Ah ja, weißt du, wie man mich ausspricht, denn Dario nicht Damon Sun HD? Ich habe Damon Sun HD gesagt. Ja, ah. Damon oder Damon, mehr gibt's doch nicht. Ja. Mehr. Aber ich bin jetzt von Damon ausgegangen, weil ich gerade, gestern war, glaube ich, 10-jähriges Anniversary von The Vampire Diaries und deswegen war ich so gerade voll in Damon. Ja, aber... Hast du Vampire Diaries eigentlich mal geguckt oder angeguckt oder so? Also ich weiß, worum es geht, aber ich hab's nie so verfolgt. Ist halt schon geil. Okay. Ja, ich will's auf jeden Fall bei mir starten. Ah, komm. Kaya hat recht. Ich bin halt nicht so bewandert, was englische Normen angeht, Leute. Ich bin halt nicht so einer. Ich bin kein Amerikaner. Ich bin kein Amerikaner. Ich hab's keine Ahnung. Leute, hat da gerade was geglitzert? Ja, war der Pokéball wahrscheinlich, der so kam. Leute, ich bin gerade voll paranoid, so was das angeht. Also, da dürft ihr euch nichts bedenken. Enton und Enton. Enton. Richtig, Jane. Kaya, kannst du mich grüßen? Ja, Grüße an dich. Grüße an alle im Chat. Grüße. Ja, mehr an Grüße, alle. Mehr Grüße kommen auch nicht heute. Nee. Vampire Diaries Grüße. Ist eine meiner Lieblingsserien. Ja, ist ja fett. Wie gesagt, kann super gut sein, aber habe ich noch nicht gesehen. Kann sein, dass ich auch irgendwann tun werde. Jetzt, am Ende wurde es halt ein bisschen zu crazy. Also ich habe die letzte Staffel, glaube ich, nicht gesehen oder die vorletzte oder ich weiß gar nicht, wie viele es danach noch gab. Aber schon nice. Okay. Moinsen Janine. Es geht. Sprichst du kein Englisch? I speak English very well, but my Aussprache is not the yellow from the egg. I guess.
I would say this. Ne, es geht, also wie gesagt, ich gucke sehr, sehr viel englische Videos und halt auch Serien und sowas auf Englisch super gerne, aber... Nein! So ein Spast. Kann ich damit die Chain? Ja, ist weg. Alles gone. Alles gone. Nein! Anton! Es gab keine Anzeichen wirklich, außer ich habe die Animation halt gar nicht im Kopf gehabt, so wirklich. Ja, wisst ihr was? Nee, ich mach jetzt einfach was anderes. Hm. Anton kann mich mal. Kaya streicheln. Nee. Ja. Nee. Kaya muss fliegen jetzt. The Originals, das Spin-off davon ist deutlich besser. Originals habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber wollte ich. Ich glaube, ich habe die erste Folge oder so. Aber das wird noch gemacht. Okay. So, wir gehen jetzt Lavados resetten. Weil die letzten paar Minuten brauche ich jetzt keinen Chain aufbauen. Und da ist Resetten das Klügste, was wir machen können. Von daher werden wir jetzt einfach nochmal resetten gehen. Ich weiß auch gar nicht wirklich, wo Lavados ist oder wie schnell wir dorthin kommen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt. Ich meine, das war jetzt einfach hier. Und dann müssen wir irgendwie auf die andere Seite rübergehen. Ich mag es auch, dass du damit Galopper durchreitest. Ja. Ja, wenn ich dann hier irgendwie... ist wieder der Anfang, ne? Ja. Wie bin ich gerade in derselben Ding nochmal gelaufen? Super... Ich weiß. Super insane, Leute. Sasse. Ich bin richtig gut. Wir müssen nämlich hier lang. Wir müssen da lang. Wir sind cool. Dann müssen wir nach unten. Wusstest du das? Ja, wir sind fantastisch. Parfum wirkt nicht mehr. Super Sache. Super, super Sache. Ich glaube, hier war es. I'm not sure. Nee, hier ist es nicht. Dann müssen wir da schon hoch. Welche Shiny hast du gefangen? Bonita. Bonita. Könnt ihr euch später angucken auf YouTube. Insane was. Insane. Und falls ihr das Stream-Highlight einfach nur sehen wollt, wie gesagt, abonniert gerne den Zweitkanal. Da wird, denke ich mal, die Reaktion hochgeladen morgen. Könnt ihr euch gönnen. Morgen kommt aber auch ein normales Video. Rocky ist hier. Lul. Rocky. Joy. Oh, Joy. Nee, 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 keine Ahnung, wie der Text ist. Von zwei Supergirls, die um mich stehen. Schwester Joy, heile mich von der Leidenschaft, die mich so packt. Oh, Rocky, wenn Liebe Strafe ist, dann sperr mich jetzt ein, ich setz die Strafe ab. Ich bin verknallt, speichere ab und ich werde Lavados encountern. Leute! First Encounter Hype in den Chat. Ich will es sehen. Ich will es fühlen. Let's go. Stütze mich auf den Stuhl. Oh, es ist so wunderschön. But can you do this? But can you do this? So, wir werden jetzt halt noch 10 Minuten lang kurz... Oh, ne. Ich will nicht. Nein. Er ist aber schlauer, das jetzt zu machen, tatsächlich. Ne. Geh die von alleine wieder an? Ja. Eigentlich schon. Sicher? Aua, ja. Bruder, was stehst du hier rum? Ich box dich. Link's Awakening. Boah, das will ich dir auch streamen. Da habe ich richtig Bock drauf. Link's Awakening wird verdammt geil werden. Leute, was sagt ihr? Link's Awakening Stream? Habt ihr Bock drauf? Ich habe richtig Bock. Also mir egal, ob ihr Bock drauf habt oder nicht Bock drauf habt. Ich werde so oder so streamen. Dann seien wir froh, dass die Chain kaputt ist. Ja, das bin ich so oder so. Also ich musste so oder so die Konsole updaten, von daher. Ob es jetzt passiert oder irgendwann später, ist egal. Nee. Aber passt schon, alles entspannt. Also ich bin auch nicht wirklich mad, weil wir heute halt schon Shiny bekommen haben. Von daher alles easy. Und eventuell kriegen wir noch Lavados. Lavados wäre verdammt cool. Ich glaube, die Katzen kann man auch überspringen, ne?
Ja, kann man. Ich gönne mir gleich noch nach dem Stream Rising Ruby und Sinking Sapphire Part. Gönn dir die. Dafür sind die Parts da. Und Freitag kommt einer neuer bei mir. Den haben wir heute Morgen aufgenommen. Wir sind aktuell sehr aktuell. Wir sind aktuell sehr aktuell. Wir sind sehr, sehr aktuell. Alice, Grüße. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Hast du beide Teile gespielt? Was beide Teile? Meinst du von Zelda jetzt oder meint ihr jetzt was komplett anderes? Weil ich weiß gar nicht, wovon ich jetzt geredet habe. Worum geht's? Wenn du jetzt Let's Go Evoli und wenn du jetzt Let's Go Evoli und Pikachu meinst, ich habe tatsächlich nur Evoli gespielt, weil Let's Go Pikachu ist halt nicht viel anderes. Ja, es ist halt Pikachu. Ja, du hast halt ein paar andere Pokémon, die du halt encountern kannst, aber sonst halt nicht viel und da lohnt sich meiner Ansicht nach nicht wirklich, das Spiel nochmal zu zocken. Außer man hat nochmal eine Nuzlocke zu spielen oder eine gemoddete Version. Ist einfach so. Link's Awakening ist einfach Liebe. Sehe ich genauso, wie gesagt. Und daher werde ich es auch einfach zocken, weil es einfach meine komplette Kindheit ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde das Spiel höchstwahrscheinlich auch zu 100% zocken. Da ich das Spiel einfach so, glaube ich, super schnell durchhaben werde. Also, das war, oder das wird sehr, sehr krass werden. Link und sowas ist irgendwie nicht so meins, aber für die, die es fein, ist es top. Ja, auf jeden Fall, Janine, auf jeden Fall. Pikachu ist hässlich. Finde ich nicht unbedingt. Pikachu ist schon süß. Pikachu ist schon süß. Ja. Ich muss die Tastenkombination hier schnell rausfinden. Ne? Ich kann den zweiten Controller mal weglegen. Let's go, Leute. Let's go. War während des Streams einfach einkaufen und duschen und habe die ganze Zeit geguckt. Du warst einkaufen und hast dein Handy mitgenommen und hast dann bei den Stream geguckt. Du findest einkaufen weird, aber duschen nicht. Nö. Gar nicht. Hallo? Nee, ich hab's mir jetzt auch so vorgestellt, so dass du mit dem Handy so da stehst. Ach, mega korrekt. Da stehst du an der Kasse so, ja Bruder, lass dir noch ein bisschen Zeit, alles, alles entspannt, ey. Okay, nehme ich den Controller halt. Hä? What are you doing? Ja, nehme ich den Controller halt. Keine Ahnung, irgendwie hat er den hier nicht mehr angenommen. Obwohl er halt. Jetzt hat er den zum Zweitplayer gemacht. Why? Auch immer. Ich weiß nie. Geht das hier ein bisschen schneller? Jungs, ich will dein Counter haben. Wo ist denn der A-Knopf hier, ey? Erstmal herausfinden, wo das hier alles ist, ey. Ganz andere Tastenkombination, die man jetzt hier hat. Ich hab Bock auf mein Sandwich. Ich hab richtig Bock auf Sandwich. Das wird gleich richtig gegönnt. Ich will keine... So belastend mit zwei Controllern. Aber ich kann damit auch starten, okay. Dann ist es so nice. Kauf dir Pokémon Schwert, weil Schild ist hässlich. Da hat das Legi nur eine Platte auf dem Kopf. Jetzt mal wirklich, Jonas. Ich finde das Legi in Schild viel, viel schöner als das Schwert Legi. Bei Schwert hat das Ding nur ein Schwert im Maul, kann ich auch sagen. Aber Schild hast du irgendwie so ein Pokémon, was halt wirklich eine vollwertige Rüstung anhat. Und das finde ich viel, viel interessanter. Aber ich würde mir trotzdem Schild halt holen, weil da GLP drin ist. Schwert. Also da ist GLP als Arena-Leiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel lustiger im Let's Play. Der hat ein Schild. Ist meinst du? Stimmt, ein Schild ist der, ne? Ja. Ja, ein Schild. Also, ich werde, denke ich, doch schon ein Schild spielen. Daher. Macht Sinn. Bam, bam, bam. Was würdest du eher anschauen? Boku no Pico oder Euphoria? Gar nichts von beiden. Nicht so weit. Nächste Woche Freitag ist endlich soweit, Link's Awakening. Nächste Woche Freitag, danke Papa. Ja. Muss ich mir merken. Ja, es geht schon krass, ne? Ja. Muss ich mal Nintendo-Schminendo fragen, ob sie mir da schnell Version schicken, ne? Wäre ganz gut. Alle, Alice, haut auch nochmal eine Donation raus. Super sweet, Alice. Haut ein Elber raus. Grüße an euch beide. Heute ist ein super Tag. Hallo. Dankeschön. Also heute ist auf jeden Fall ein super guter Tag, kann ich an der Stelle behaupten. Du warst ja den ganzen Stream über nicht da. Da wir schon über einiges geredet haben. Aber ich hatte heute einen schönen Arbeitstag tatsächlich. Und jetzt ein knackiger Stream. Einen Shiny hatten wir auch schon. Ne? Also, wenn jetzt noch, ich sag mal, Lavados kommen sollte in den letzten 7 Minuten, wäre ich nicht abgeneigt. Und wir gönnen uns gleich ein Sandwich. Da bin ich auch nicht abgeneigt. Sandwiches sind geil, Leute. Ich würde sagen, sympathisch. Man kann sich essen. Man kann sich unterhalten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nö, aber weiß nicht, also ich kenne auch Leute wirklich, die noch nie ein Sandwich. Wir haben noch Kräuterbutter unten im Kühlschrank.
Hast du schon mal Sand? Du hast schon mal das Mikrofon gegessen, ne? Hast du nicht? Bitte geh aus meinen Augen. Bitte geh aus meinen Augen. Das ist das Geilste, was es gibt. Das erinnert mich gleich so an meine Kindheit. Damals, als Kinder, war das immer so, dass unsere Mutter, oder die Mutter halt auch von meinen Geschwistern natürlich. Ja, wir haben halt damals Sandwich. Ja, bleib bitte da hinten, alles okay. Wir haben halt damals immer im Sandwich Maker so Schinken, Käse und halt Kräuterbutter auf unser Toast gepackt. Und das war so verdammt heftig. Wer von euch hat das schon mal gegessen, Leute? Eins in den Chat. Einfach eine Eins in den Chat. Das würde mich jetzt interessieren. Bleib bitte da hinten. Ungläubige. Ich nehme mal deinen Platz hier ein. Es geht. Ich bin Kaya. Guck mal hier, wie viele Einsen da sind. Vier. So viele. Echt nicht so viele? Das sind alles Lügen. Ja, jetzt kommen, alle. Kommen ein paar Einsen wenigstens rein. Alle. Ein paar Einsen sind schon mal drin. Was war was? Eins ist, wer es gegessen hat. Ups. Also ich habe bestimmt schon mal Brot mit Kräuterbutter gegessen. Aber noch nicht Sandwich Toast. Das weiß ich halt nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Das ist das glaube Ding. Glaube nicht. Das ist das Bin Ding. Ich mich bestimmt dran erinnern. Sie, Senor, sie. Leute, wollt ihr nächstes Mal eigentlich, dass wir weitermachen mit Lavados? Oder sagt ihr eher, ihr findet Overworld Hunting besser? Die wollten Abra auf jeden Fall. Also wenn ich das jetzt so sehe halt, ne, auch okay, wir sind 418 Leute wieder, krass. Würde ich schon fast sagen, dass Overworld Hunting eher bei euch ankommt. Aber es ist eure Sache halt, ne. Ich hätte auch richtig Bock auf Lavados, aber das wird halt mega lang dauern. Noch nie gehört, also auf einem Baguette, klar, aber auf einem Sandwich Toast sehe ich noch nicht. Okay, heftig. Ich werde es dir heute, zeigen. Aber ich bin mit Ich glaube, Nutella und Kräuterbutter ist, glaube ich, so. Genau das gleiche eigentlich. Lass mir lieber. Overworld Hunting. Okay, aber was hatten wir jetzt in diesem Overworld? Wir könnten Anton hunten, wir könnten Shiggy hunten, wir könnten Abra hunten, was echt richtig räudig wäre. Porygon kann man noch hunten, also es gibt noch ein paar richtig schwierige. Dratini können wir noch hunten. Also wir haben auf jeden Fall noch Content, sage ich mal, bis Schwertenschild rauskommt. Aber wenn wir jeden Stream jetzt theoretisch das Shiny bekommen, was wir haben wollen, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber Pikachu und bei Ponita jetzt. Beides der Fall. Also ich will nichts darauf beschwören, aber ich würde gerade sagen, wir haben einen guten Shiny-Run gerade. Kickly. Lolvin, wie kommst du jetzt gerade auf Kickly? Jedes Pokémon, aber du sagst Kickly. Also Kickly ist das letzte Pokémon, das ich glaube ich Shiny hatten würde, weil es so uninteressant, glaube ich, ist. Hey, Kickly ist cool, aber ich würde Kickly jetzt nicht Shiny hunten wollen. Da gibt es x Pokémon, die geiler sind. Kickly Kickbox, das was ich nicht kann. Nee. Weil du keinen Bock hast, im Krankenhaus zu boxen. Tauros. Tauros wäre, glaube ich, auch krass. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Relaxo. Ja, Relaxo kann man auch encountern, aber ist, glaube ich, super schwer, Jule, weil das Ding halt einfach in der Azuria-Höhle ist und da sind alle Pokémon high vom Level her. Ja, die meisten sind schon auf Overworld. Ja, die meisten. Also wie gesagt, wir werden da, glaube ich, eine gesunde Mischung finden, dass wir vielleicht am Ende einfach sagen, so, ja, wenn wir nichts zu tun haben, machen wir halt die letzte halbe Stunde einfach nochmal ein bisschen, Sichlor. Ich glaube, weiß nicht, habe ich Sichlor in Evoli oder habe ich Pinsir in Evoli? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ja auch, getrennt. Nee, ich werde das, glaube ich, so ganz gut finden, wenn eine Chain bricht oder sowas und es gar keinen Sinn mehr macht, werden wir halt einfach am Ende Sophie sehen und fertig. Also, dass wir uns das ein bisschen offen lassen. Kann ja sein, dass das Ding einfach kommt oder halt auch nicht, ne? Pinsir in Evoli. Ja, können wir gar nicht Sichlor handeln, wie es aussieht. Ja, Koki, Janine, gar keine Ahnung. Einfach reinschreiben, ne? Ja. Naja, Pinsir finde ich auch nicht schlecht. Pinsir kann man auch handeln. Ist auch nice. Also es gibt noch viele coole Shinies, die man handeln kann. Definitiv. Was wäre denn dein Lieblings-Shiny? Mew. Okay. Wer geil gibt's da denn? Kirchen finde ich richtig cool. Also muss jetzt halt Let's Go sein. Ja, ich glaub, Pippen ist cool, ja. Das Braun sieht aus wie mein Hund. Ist eher fast goldig, ne? Mhm, Mischung halt. Na? Ja, wie bei meinem Hund halt, der hat ja auch nicht nur einen Ton. Na? Welches Let's Go? Anton. Oh, wow. Dratini finde ich auch cute. Images.
Da mehr so Gold eigentlich. Ja, aber es ist ja auch braun und es ist gelbbraun. Ach so, ja, es sind beides. Und mein Hund ist ja auch gelbbraun. Sweezy! Blubbert ein Fünfer raus. Sweezy, vielen Dank. Viel Glück beim Hand. Dankeschön für den. Dankeschön für den Fünfer, Sweezy. Ich hoffe, wir werden noch Glück haben, aber wir streamen nur noch 2 Minuten. Das ist gleich ganz schnell vorbei. Ditto Shiny, Ditto wäre krass. Das wäre so das Pendant zu Mew. Wäre ganz geil. Stendu hast du schon, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Stendu habe. Ich glaube, ich hatte mal einen Stendu. Oder habe ich einen Stendu? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen, Janine. Es gibt noch genug Pokémon, die wir Shiny hatten können im Spiel. Von daher alles entspannt. Flagmon haben wir noch gesagt, genau. Mushas ist auch krass und Shiny. Carpador habe ich, glaube ich, auch nicht bekommen. Habe ich, glaube ich, x Jahre gehandelt. Nie bekommen. Super sad. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir... Wow. Dass wir jetzt erstmal Ponita abgehakt haben. Und Pikachu. Also zwei krasse, wirklich krasse Pokémon. Lapras ist auch nochmal richtig schwer, das stimmt, Lukas. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Also Leute, falls ihr Bock habt, lasst gerne ein Däumchen da. Support is appreciated, ne? Immer gerne gesehen. Und der Sandwich Toaster ist da. Das heißt, wir werden gleich höchstwahrscheinlich essen gehen. Danke nochmal von Timo hier für die 2 Euro. Können die Tausch-Alolas auch shiny sein? Die Tausch-Alolas? Meinst du die in Pokémon Go? Die auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Alola-Pokémon. Hier gibt es ja, glaube ich, gar keine Alola-Pokémon. Die Tausch-Alolas. Ah, doch! Die Tausch-Alolas können auch shiny sein. Stimmt. Die Ingame-Trades meinst du, ne? Ja, die können auch shiny sein. Das kann auch passieren. Hat Regibang damals gemacht. Regibang hat sich auch irgendwie hat einen Kleinstein gegen Alola-Kleinstein oder sowas. Und dann hat er, glaube ich, einen shiny Alola-Kleinstein bekommen. Richtig krass, ja. Also durch einen NPC-Trade. Letzter Encounter, Leute. Ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit. Wir waren jetzt hier 2,5 Stunden. Ja doch, 2,5 Stunden ganz genau. Im Stream. Ultra krasser Support. Wie viele Donations und Mitglieder hier reinkamen, das ist abnormal kräftig. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, Kamera ist aus, Hype in den Chat. 8, 9, 9 Mitglieder haben wir gemacht. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Donations plus die 7 oder 8 Donations auf Tippi. Also Leute, ich weiß nicht, was los ist. Der Kamera Broken Emote, bitte in den Chat rein. Und wir machen den letzten Encounter jetzt nochmal. Aber das Gute ist, wisst ihr was? Ich bin gut vorbereitet. Ich kann jetzt einfach sagen, der ist aus, der ist an und wir sind wieder am Start. Hype in den Chat, Alter. Was ist los? Also, machen wir nochmal hier. Komm. Oh, kann mir das auf Video korrigieren. Und zoomen. Zoomen. Zoom. Das war ja ein toller Zoom. Das war ja ein toller Sinn. Vielleicht wollte einfach das Spiel nicht mit dieser Kamera ein Shiny bekommen. Kann ja sein. Jule, danke schon nochmal für den Einer. Vielen, vielen Dank. Danke an die Mods auch, die am Start waren, wie gesagt. Super, super, super nett immer von euch, dass ihr immer am Start seid. Und die Leute auf Sachen hinweist. Aber gut, wir haben ein Shiny bekommen. Eine Reaktion gibt es morgen am Zweitkanal. Checkt den aus. Sonst halt später hier im Stream, falls ihr euch den nochmal anschauen wollt. Auch gerne gesehen. Ich bin raus, verabschiede mich. Danke für die nette Unterhaltung. Kann ja die letzten Worte, würde ich sagen. Ja, war schön hier. War spontan. Und sehr schön. Und tschüss. Tüdelü. Euren schönen Abend.